Ich würde gerne, obwohl das wohl kaum nötig ist, kurz unsere Gäste vorstellen. Da ist zum links von Ihnen ausgesehen rechts Michael Wild, Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin. Unter seinen Publikationen ist das bekannte Generation des Unbedingten über das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamts und Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung, was er auch hier im Einstein-Forum vorgestellt hatte. Und zuletzt hat er eine Schrift vorgelegt, Volk, Volksgemeinschaft, AfD. Und hier geht es um die Exklusionsmechanismen, die in dem ethnischen, aber auch dem kulturellen definierten Begriff des Volkes je immer schon angelegt sind. Und das ist, so vermute ich, etwas, was uns auch heute in der Diskussion sicher beschäftigen wird. Neben ihm Bernd Greiner, Historiker und Amerikanist, Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Er hat sich eingehend mit der Außenpolitik der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert und mit dem Kalten Krieg befasst. Unter seinen Büchern Krieg ohne Fronten, die USA in Vietnam, die Kuba-Krise und 9/11, der Tag, die Angst und die Folgen. Und derzeit arbeitet Bernd Greiner an einem großen Überblick über die Rolle sogenannter Angstunternehmer in den USA des 20. Jahrhunderts. Also Individuen, Vereine, Verbände, politische Aktivisten und auch Analysten, wie auch Politiker, die mit Ressentiments, Affekten und Ängsten spielen, an das alles überragende National Interest appellieren, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Und auch dies ist etwas, von dem ich vermute, dass es uns heute beschäftigen wird. Denn schon im vergangenen September hat Bernd Greiner den Kandidaten Donald Trump, nicht den Präsidenten, sondern den Kandidaten, schon in die lange Ahnenreihe dieser Angstunternehmer eingeordnet. Nur noch einige kurze Worte zu unserem Thema. Konzipiert wurde diese Veranstaltung mehr als vor 100 Tagen. Deshalb konnten wir noch nicht absehen, welche Wechselfälle die Präsidentschaft Trump nehmen würde. Wir kannten nur den Kandidaten Trump oder den frisch gewählten Präsidenten, möchte ich sagen. Aber schon da zeigte sich, dass vielen der sicher hochproblematische Vergleich zwischen Hitler und Trump in den Sinn gekommen ist. Und wir fragen uns, warum kommt er den Leuten in den Sinn? Man denke an Timothy Snyder, der nicht nur seine 20 Lektionen vorgestellt hat, sondern auch einen längeren Artikel über den Reichstagsbrand geschrieben hat, aus Anlass der Wahl von Donald Trump. Und er war nicht allein. Es gab einen neokonservativen Analysten der Foreign Policy Initiative, James Kirchick, der nannte ihn schon vor seiner Nominierung als Kandidaten der Republikaner einen faschistischen Demagogen und einen autoritären Populisten. Nun, nach 100 Tagen sieht die Beurteilung dann doch etwas anders aus. In einem Gastbeitrag für die FAZ bezeichnete eben derselbe James Kirchner Trump nun als, Zitat, Gelegenheitsfaschist, als Rassist, Fremdenhasser und Frauenfeind, aber nur gelegentlich eben. Es seien zwar hässliche, sinistre Kräfte am Werk, die Trumps Präsidentschaft für ihre Ziele nutzen wollten, da spielte er auf die Alt-Right-Bewegung an, der Präsident selbst sei aber schlicht zu faul, einer konsequenten Strategie zu folgen. Er denke über niemanden anderen nach als über sich selbst. Und ich zitiere mal einen kleinen Absatz. Was Trump anbelangt, setzt die Anschuldigung, dass er ein Faschist sei, ein Maß an intellektueller Stringenz und Disziplin voraus, das gegenüber den Faschisten offen gestanden unfair wäre. Während Faschisten Blut, Boden und Nation verehren und die Selbstaufopferung für das Vaterland romantisieren, ist Trump nur ein Narzisst, der sich keiner Sache verpflichtet fühlt, außer seinen eigenen käuflichen Triebregungen. Seine häufigen Ausfälle gegen die Medien etwa sind zwar typisch für Despoten, bis hin zur Verwendung des von Stalin und Hitler gerne benutzten Ausdrucks Volksfeinde, scheinen aber weniger von dem Wunsch motiviert zu sein, den ersten Verfassungszusatz zu zerreißen, als von kindlicher Überempfindlichkeit.
Nüchterner betrachten das deutsche Journalisten nach 100 Tagen diese Präsidentschaft. Spiegel Online titelte: Golfen sehr gut, Politik mangelhaft. Die Welt beruhigte: nicht ganz so schlimm wie erwartet. In der Tagesschau sprach man von einer Achterbahnfahrt. Und die Süddeutsche titelte: 100 Tage Trump, 100 Tage Wahnsinn. Die Frage, die uns nun bewegen könnte: Ist Trump ein von Checks and Balances verhinderter Autokrat oder einfach ein inkompetenter Dilettant, der obsessiv nur auf sich selbst schaut und mit der Außenwelt nicht sinnvoll kommunizieren kann? Aber selbst wenn Letzteres der Fall sein sollte, ist das gleichwohl kein Grund, nun plötzlich beruhigt zu sein. Nicht nur was diese Präsidentschaft angeht, sondern auch darüber hinaus. Denn wir müssen uns fragen, inwieweit es Trump bereits jetzt gelungen ist, die politische Kultur zu ändern, die Institutionen zu schwächen, die Grenzen des Sag- und Machbaren zu verschieben, sodass einem echten Autokraten damit vielleicht der Weg bereitet ist. Damit möchte ich schließen und an Michael Wild übergeben, der zunächst ein kurzes Eingangsstatement abgeben will. Und dann folgt Bernd Greiner und dann werden wir eine Diskussion untereinander haben und die auch möglichst schnell zum Publikum hin öffnen, weil da sicher viele Fragen sein werden. Vielen Dank, Michael Wild. Ja, vielen Dank für das Interesse. Ich glaube, gerade bei dem Vorgespräch inzwischen oder bei der Idee von Bernd und mir, das einmal zu versuchen, je mehr wir darüber diskutiert haben, umso mehr wurde deutlich, dass Sie natürlich nicht erwarten, dass wir heute Trump für Hitler halten, aber dass auch die Identifikation auf die beiden Personen etwas verdeckt, was mit Erosion politischer Kultur dahinter sich verbirgt. Und ich werde Ihnen jetzt keinen Geschichtsunterricht in einer 10 Minuten, 12 Minuten vollbringen über die Jahr 1933, wissen Sie ebenso gut Bescheid wie ich. Ich will aber ein paar Akzente zu setzen, die vielleicht für die Diskussion und die Frage darüber, gibt es etwas, warum wir auf solche Vergleiche kommen, obwohl wir wissen, dass Trump nicht Hitler ist, die uns für die Diskussion dann möglicherweise nochmal etwas Material bieten. Also nochmal daran erinnert: die Vorbedingung für die Machteroberung der Nationalsozialisten war eine tiefe wirtschaftliche soziale Krise seit 1929 und das Unvermögen der politischen Elite, dieser Krise wirklich zu begegnen. Und das Unvermögen oder die Hilflosigkeit wurde in weiten Teilen auch der Bevölkerung als Versagen der Elite wahrgenommen. Liberalismus, das, für was die Republik stand, war in einem hohen Maße diskreditiert. Und die politische Krise war ja auch eine Verfassungskrise, in dem mit der Regierung Brüning 1930, also sehr schnell auf die Verfassung, auf die Wirtschaftskrise, eine Regierung an die Macht kam oder eine Regierung regierte, die keine parlamentarische Mehrheit mehr hatte, sondern mit den berühmten Notverordnungen des Reichspräsidenten regierte. Das heißt, das Parlament war entmachtet oder war in eine Rolle, nicht mehr in einer entscheidenden politischen Rolle seit 1930. Nicht zuletzt darf man nicht unterschätzen die Angst des Bürgertums vor dem Kommunismus, dass wie hoch auch die Erwartung war oder wie hoch das Bedrohungspotenzial war, können Sie an vielen Äußerungen in diesen Jahren, in dieser Zeit sehen. Und nur mal so als kurzen Beleuchtung: wir interpretieren immer die Novemberwahl 1932 als Rückgang für die NSDAP und sagen, da sah man doch, dass der Zenit überschritten war. Man übersieht aber, dass in diesen Novemberwahlen die KPD fast 3% dazugewonnen hat, 3 Prozentpunkte dazugewonnen hat. Das heißt, für das sich bedrohte Bürgertum waren die Novemberwahlen eher ein Indiz für die Zunahme der kommunistischen Seite. Die Pattsituation, also nochmal, im Juli 1932 wird die NSDAP stärkste Partei, was nach parlamentarischen Usancen bedeutet hätte, dass der Führer der stärksten Partei auch Regierungschef wird.
Das wurde er nicht, sondern explizit nicht mit der Rolle beauftragt. Und an dieses Jungtim nur an einer Regierung sich zu beteiligen, wo Hitler Reichskanzler ist, wäre fast eine Regierungsbildung nicht zustande gekommen. Aber er setzt sich, wie Sie wissen, eher in Hintertreppen und Hinterzimmergesprächen im Verbund mit Papen durch. Und in dem nach außen hin Zugeständnis, dass die NSDAP nur den Reichskanzler, den Reichsinnenminister und den Reichskommissar für den preußischen Minister des Innern, das dann Roman Göring wird, in die Regierung, also eine Minderheitsposition in der neuen Reichsregierung hat, erklärt sich Hindenburg bereit, dieses neue Kabinett unter der Reichskanzlerschaft von Hitler zu vereidigen. Der 30. Januar ist noch, den haben wir als Zäsur, aber erstmal ist er ein, wenn Sie so wollen, Sieg der Vereinigten Rechten gewesen. Erstmals wird es wahrgenommen, dass die junge, aktivistische, militante Rechte in NSDAP zusammen mit den alten Rechtskonservativen, also Hitler, Papen, Hugenberg und der Stahlhelmführer Selte, zusammen ein Kabinett der nationalen Konzentration oder der nationalen Erhebung bilden. Sie haben eine klare politische Gemeinsamkeit. Wer zerschlagen werden soll, ist die Linke, allen voran die KPD und die Kommunisten. Zerschlagung des Marxismus oder Kampf des Marxismus ist die Parole, mit der schon in der ersten Kabinettssitzung nach der Ernennung am 30. Januar die sozusagen im Kabinett beratschlagt wird, wie man gegen die KPD vorgehen kann. Und das, was schon deutlich wird in der unterschiedlichen Taktik, jemand wie Hugenberg und Papen schlagen vor, wir müssen die KPD verbieten. Dagegen wendet sich Hitler und sagt, man kann nicht 6 Millionen Wähler verbieten, wir müssen anders vorgehen und wir müssen eine Regierung schaffen, die wie eine parlamentarische Basis hat, um mit dieser parlamentarischen Basis ein Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, was es uns als Regierung möglich macht, ohne Parlament weiter zu regieren. Und eigentlich sollen es auch die letzten Wahlen sein, die in Deutschland je stattgefunden haben. Dieses letzte Wort verstehen die Rechtskonservativen sofort und lassen sich, obwohl sie Zweifel haben, ob dieses nicht einfach Bank- und großes Risikospiel ist, lassen sich darauf ein. Hitler verspricht noch danach, dass das an der Zusammensetzung des Kabinetts sich nichts ändern wird, also die Rechtskonservativen werden ihre Pfründe behalten und Neuwahlen werden für den 5. März ausgeschrieben. Und das, was diese Regierung in den nächsten Wochen macht, ist erstmal Wahlkampf. Hitler geht davon aus, dass sie vielleicht nicht die NSDAP, die absolute Mehrheit, aber dass sie zusammen 51% der Stimmen bekommen. Und auf der einen Seite wird Wahlkampf gemacht. Hitler ist genauso unterwegs wie Goebbels, um Wahlkampfveranstaltungen zu machen. Und zugleich bemüht sich Göring nach Kräften als kommissarischer preußischer Innenminister, das größte Land, die größte Bevölkerungszahl, das wichtigste Land des Deutschen Reiches, mit allen Mitteln, allen staatlichen zur Verfügung stehenden Gewaltmitteln, die KPD und die Sozialdemokraten zu behindern, zu unterdrücken. Er gibt einen Schießbefehl raus, also fordert die Polizei auf, durchaus von der Waffe Gebrauch zu machen, und jeder Polizist, der von der Waffe Gebrauch macht, würde von ihm gedeckt, egal wie der Vorwurf lauten würde. Und auch wichtig, zusätzlich zur preußischen Polizei werden SA und SS in gleicher Höhe, 50.000 Mann, als Hilfspolizei eingestellt. Das heißt, diejenigen, gegen die preußische Polizisten noch in den Wochen zuvor gekämpft haben, sind jetzt mit Armbinde Polizei, Vertreter der staatlichen Ordnung, mit waffentragend und sind Teil der staatlichen Macht. Und das Geld her für die 50.000? Wie bitte? Das war sozusagen erstmal, das war sozusagen der Staat war eh ein Schuldenstaat. Also die haben Schulden aufgenommen. Die sind auch bis August nur, sozusagen August wurden diese Hilfspolizisten wieder entlassen. Das ist also, wenn Sie so wollen, Populismus, also nochmal Wahlen und scheinbar sich eine populistische oder legale Legitimität zu erarbeiten. Auf der anderen Seite strikte Gewalt gegen die Opposition und gegen die möglichen Opponenten und Gelegenheit, Kontingenz, der Reichstag brennt.
nicht von den Nationalsozialisten nach allem, was wir heute wissen, installiert. Trotzdem für alle, für die Nationalsozialisten selbst gleich, das war der Aufstand der Kommunisten. So wurde es auch kommuniziert und hat gleich die Möglichkeit, mit der Reichstagsgrundverordnung wichtige Grundsätze, wichtige Grundrechte außer Kraft zu setzen. Und dort beginnt der richtige Terror gegen die Linke. Also unter nicht mehr freien Bedingungen, Wahlen, die aber trotzdem geheim geblieben sind am 5. März. Die NSDAP steigert sich nochmal um 10 Prozentpunkte, kommt auf fast 44%, die SPD auf 18% und die KPD immer noch auf 12% der Stimmen. Und zusammen mit den Rechtskonservativen hat die NSDAP dann die Mehrheit, um nun auch dieses Ermächtigungsgesetz zu installieren. Und darauf würde ich noch mal gerne einmal zu sprechen kommen. Weil das bedeutet ja nicht nur, dass das Parlament zustimmt, dass die Regierung nun Gesetze herausgeben kann. Also die Regierung als Exekutive kann legislativ wirken, sondern es bedeutet ja auch, dass das Parlament keine, heute würde man sagen, Normenkontrollklagen mehr hat. Es hat seine eigene Interventionsmacht aufgegeben. Also Maßnahmen der Regierung als Verfassungsbruch. Sie hat selbst die Regierung aufgefordert oder ermächtigt, solche Gesetze zu erlassen, wenn sie nicht den Reichspräsidenten oder die Rechte des Reichstages benötigen. Und nicht zu unterschätzen ist auch, dadurch, dass gewissermaßen das Parlament, also in einem legalen Verfassungsrahmen, der Regierung diese Macht zugibt, auch die Beamten, wenn sie so wollen, aus dem Verfahren heraus kein Widerstandsrecht haben oder keine, sondern auch die, alle, die willig sind, jetzt mit dem Bewusstsein agieren können. Sie tun nur das, was die Verfassung vorgeschrieben hat, was das Parlament der Regierung zugestanden hat. Also dieses Ermächtigungsgesetz hat weitreichende, finde ich, Folgen und Implikationen für das, wie die Regierung nachher auftreten, wie die NS-Regierung auftreten kann. Und von diesem Moment, von der Reichstagsbrandverordnung nach der Reichstagswahl mit der mit dem Ermächtigungsgesetz, beginnt die Machteroberung. Von da an, würde ich sagen, kann man von einer nationalsozialistischen Machtergreifung sprechen, weil dann die Länderparlamente, also die jeweiligen Landesregierungen abgesetzt werden und ersetzt werden durch nationalsozialistische Kommissare. Die Landesparlamente werden jetzt in einem Gesetz gewissermaßen, die bisherigen Wahlen werden aufgelöst, die Stimmen, die Mandate der KPD sowieso kassiert und alle Parlamente werden entsprechend der Verteilung vom März 1933 neu zusammengesetzt. Also es finden gar keine Wahlen mehr statt, sondern von oben wird bestimmt, der Brandenburgische, der Preußische Landtag, der Bayerische Landtag sind alles, werden jetzt nach diesem Wahlverhältnis zusammengesetzt. Da gibt es keinen Widerstand seitens der Rechtskonservativen, die in ihrem Antiparlamentarismus im Grunde genommen kein richtiges Gegenargument dagegen haben. Und so ist es auch in einer bestimmten Weise folgerichtig, dass sich im Laufe des Sommers alle Parteien bis auf die NSDAP selbst auflösen. Und weil es keine Funktion mehr für diese Parteien gibt, weil es keine Auseinandersetzung, keinen wirklichen Parlamentarismus mehr gibt. Also das ist so ein Punkt nochmal so von oben genommen, die anderen Punkte nur kurz angesprochen, aber die kennen Sie, dass die Nationalsozialisten mit einer Mischung aus Inklusion und Exklusion in diesen folgenden Wochen gewissermaßen mobilisierend für ihre Sache wirken. Also nur als ein Beispiel, der 1. Mai, die Gewerkschaften eingebunden, eine große Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld, annähernd 2 Millionen sollen da gewesen sein. Der 1. Mai wird ein Feiertag, erstmals reichsweit, zum ersten Mal, die Nazis machen den 1. Mai zum Feiertag. Der Slogan heißt, ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter. Also das heißt, die Aufwertung des Arbeiters ist die zentrale Losung der Kundgebung Hitlers Rede am 1. Mai. Und tags darauf, lang geplant, werden die Gewerkschaftshäuser gestürmt, die Gewerkschaften zerschlagen, die Funktionäre verhaftet, das Gewerkschaftsmögen enteignet und eine neue deutsche Arbeitsfront gegründet.
Über 1. Mai, Judenverfolgung, Bücherverbrennung, Kirchenkampf will ich gar nicht sagen, da würde es viel, viel zu lang werden. Nur noch mal so ein Punkt auch für die Mobilität. Das sagt doch etwas über die Bereitschaft auch von Gesellschaft aus, sich sozusagen zu verändern oder was eine Zumutung ist, dass der normale Gruß geändert wird. Leute sind, haben über Jahrzehnte hinweg sich mit guten Tag, Grüß Gott, Hallo, Moin Moin oder wie auch immer begrüßt. Und in dieser Zeit setzt sich durch, dass man das offiziell dann aber auch mehr und mehr mit Heil Hitler oder mit deutschem Gruß Leute sich begrüßen. Und das ist doch ein Phänomen, wo man sieht, dass man kann immer wieder in der, wenn Sie so wollen, Alltagspraxis stellen, Nationalsozialisten vor Ort Menschen vor Entscheidung. Also sie sollen zum Hitlers Geburtstag 20.04. oder 1. Mai oder an anderen Punkten Flaggen. Sie müssen nicht Hakenkreuzflaggen, sie können schwarz-weiß-rot flaggen, aber natürlich nicht mehr schwarz-rot-gold. Aber die Flagge als solche zeigt, dass man nach außen hin zumindest loyal zu dem neuen Regime ist. Und es fällt dann auf, wer nicht flaggt. Und Hausbesitzer werden unruhig, wenn ihre Mieter nicht flaggen, weil dann könnte ja die gefragt werden, was haben sie denn da für komische Mieter? Also Leute überlegen sich, ob sie flaggen oder nicht flaggen. Sie müssen nicht Nationalsozialisten sein, aber es reicht, dass sie gewissermaßen äußerliche Loyalitätsbekundungen geben. Und sowas ist mit dem Gruß das auch. Das ist erst auf den Ämtern, natürlich nicht privat, haben Leute noch lange genug Guten Tag gesagt. Aber mehr und mehr wird das gewissermaßen als Zeichen nicht der inneren Loyalität, nicht der inneren Überzeugung, aber der äußeren Loyalität zum Regime. Und diese Art Strukturierung der Öffentlichkeit im Alltag, das ist etwas, was man 1933 sehen kann. Ja, vielen Dank. Wir gehen unvermittelt weiter in eine ganz andere Zeit. Also die Idee für den heutigen Abend, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, haben Michael und ich über einer Flasche Rotwein entwickelt. Nicht ausgeschnapst, ausgeweint in dem Fall, aber es war keine Idee, die jetzt sozusagen etwas Idiosynkratisches von deutschen Hochschullehrern abbildet. Es ist auch eine Diskussion, die sich mittlerweile in den USA eingestellt hat. Und zwar ausgerechnet aufgehängt an der Biografie über Hitler eines deutschen Historikers. Volker Ulrich, einige von Ihnen werden ihn kennen, langjähriger Redakteur der Zeit, dort verantwortlich für das politische Buch, hat vor 2 Jahren, glaube ich, hier bei uns den ersten Band seiner Hitler-Biografie vorgelegt. Diese Hitler-Biografie ist mittlerweile ins Amerikanische übersetzt. Und sie verkauft sich in den USA wie geschnitten Brot. Warum? Weil die New York Times eine ellenlange Rezension zu diesem Buch veröffentlicht hat, März diesen Jahres, des Inhalts, dass sie sagten, hier könnt ihr am Aufstieg Hitlers etwas beobachten, was möglicherweise auch uns mit dem Kandidaten oder frisch gekürten Präsidenten Trump droht. Diese Rezension war nicht naiv. Selbstredend hat niemand unterstellt, dass sich Geschichte wiederholt im 1:1 Maßstab. Selbstverständlich hat niemand erwartet, was du jetzt eben gesagt hast, dass innerhalb von ein paar Wochen das Hi there ersetzt wird durch ein Heil Trump. Natürlich hat niemand in dieser Vordergründigkeit argumentiert. Und so wollten wir diese Diskussion heute Abend nicht verstanden wissen. Wohl aber gingen wir in unseren Vorüberlegungen für diesen Abend, wie auch die Rezensenten zu dem Buch von Volker Ulrich, von einer Beobachtung aus, dass es ein gemeinsames Drittes gibt. Ein gemeinsames Drittes, das strukturell möglicherweise die Karriere oder den Aufstieg von Hitler und den Aufstieg von Trump
sich verbinden lässt. Und dieses gemeinsame Dritte wäre der Begriff oder die Überlegung, dass Demokratie ein äußerst verletzliches Gut ist, dass man sie nicht für selbstverständlich nehmen kann und darf, zumal die Demokratie, die wir kennen, die ja in der historischen Perspektive eine sehr junge Entwicklung abbildet. Die Demokratie, die wir kennen, existiert, nun ja, je nachdem, welches Land man zum Vergleich nimmt, seit 1945, in den USA im Übrigen erst seit Mitte der 1960er Jahre. Bis dahin haben wir in den USA im Süden ein Apartheid-Regime. Ein Apartheid-Regime, das mit allen möglichen Mitteln einen Großteil der Bevölkerung, nämlich die Schwarzen, von der Wahrnehmung rudimentärster staatsbürgerlicher Funktionen, nämlich der Wahl, ausgeschlossen hat. Und ich rede jetzt gar nicht über die anderen Dinge des Ausschlusses und der Repression. Nun, das war der Grund für diesen Abend und die Überlegungen, die wir damals angestellt haben, spiegeln sich, wie gesagt, auch mittlerweile in sehr erhitzten, in sehr ja, erregten Debatten in den USA, wo immer wieder dieser Begriff des Autokraten Trump fällt. Nicht des Diktators, sondern des Autokraten. Martin Schatz hat es in der Einleitung angesprochen. Ich war lange Zeit geneigt, auch mit diesem Begriff zu hantieren. Angstunternehmer oder Autokrat. Ich musste mir im Spiegel der 100 Tage von Trump selbst sagen, dass diese Kategorie nicht auf diese Person nicht zutrifft. Die Kategorie von Autokraten oder Diktatoren sind im Grunde genommen trennscharfe analytische Begriffe. In den ersten Tagen dieser Präsidentschaft haben wir meines Erachtens einen Präsidenten erlebt, auf den keine dieser Beschreibungen zutrifft, weder Angstunternehmer oder hinreichend zutrifft, weder Autokrat noch Angstunternehmer noch Plutokrat noch, noch Oligarch, was alles an Begriffen im Umlauf war. Warum sage ich das? Ich sage es deshalb, weil mittlerweile in diesen 100 Tagen ein Schlüsseldokument generiert wurde, das eben diese Annahme dementiert. Schlüsseldokumente sind etwas, was Historiker sehr gern haben. Ja? Also der Begriff des Schlüssels sagt bereits, man öffnet eine Tür und diese Tür öffnet Perspektiven auf Wesentliches, auf Unerwartetes, auf Kontingentes, auf Erwartetes, wie auch immer. Dieses Schlüsseldokument hat Trump vorgelegt in Gestalt eines Interviews mit dem britischen Magazin Economist. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dieses Interview kennt. Wenn nicht, Sie können es mittlerweile auch im Internet sich anschauen, herunterladen. Im Economist, eine führende britische Wirtschaftszeitschrift. Und wenn Sie dieses Interview lesen, dann glaube ich, werden Sie mit mir übereinstimmen, dass das eine Schockerfahrung ist. Eine Schockerfahrung nicht deshalb, weil hier ein Präsident Autokratisches von sich gibt oder ein Programm, das in irgendeiner Weise vermuten ließe, was er nach den ersten 100 Tagen mit seiner Machtfülle durchzusetzen gedenkt. Nein, dieses Interview schockiert, weil es autorisiert worden ist von einem Mann, der überhaupt kein Programm zu erkennen gibt, der keinen einzigen Gedanken, so er denn überhaupt einen hat, zu Ende führt, der irrlichtert in Assoziationen, der eine Aufmerksamkeitsspanne eines Kolibris hat, der sich nicht für 3 Sekunden darauf verstehen kann, eine Frage zu beantworten, sondern jede Frage umbiegt, jede Sachfrage umbiegt auf seine eigene Befindlichkeit. Und wie toll es denn gewesen ist, dass er mit diesem und jenem Politiker eigentlich nur 10 Minuten Gespräch vereinbart hatte, aber die blieben alle 2 Stunden, weil sie von ihm so begeistert sind. Und so geht dieses Interview Satz für Satz für Satz für Satz. Und im Grunde genommen begegnet uns jemand,
Und da ist der New York Times in ihrem Kommentar zu diesem Interview, nicht nur zu diesem Interview zuzustimmen, uns begegnet ein Politiker, ein Präsident, auf den, wie gesagt, die genannten Kategorien nicht zutreffen, sondern ein ganz anderer Begriff, wenn Sie so wollen, aus der klinischen Psychologie. Ein Infantilist. Ich bin sehr vorsichtig mit der Neigung oder der Versuchung, Politik zu psychologisieren oder Politiker zu psychologisieren. Sehr vorsichtig. Aber in dem Fall, glaube ich, kann man mit Fug und Recht unterschreiben, was mittlerweile auch 5000 amerikanische Analytiker und Psychologen in einem offenen Brief konstatiert haben, nämlich genau diesen Befund. Um einen Satz nochmal aus der New York Times zu zitieren, eine Frage bezogen auf dieses Interview mit dem Economist. What if there's nothing to understand? What if there is no there? Was machen wir, wenn es nichts zu beschreiben gibt, sondern eine einzige Ödnis, eine Leere, ein Void? Wenn das so ist, und ich glaube, es gibt gute Gründe für diesen Befund, dass es so ist, dass wir es hier mit einem Präsidenten zu tun haben, auf den die üblichen politischen Kategorien nicht applizierbar sind. Wenn das so ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wieso konnte es überhaupt so weit kommen? Was sagt die Tatsache, dass dieser Mann einen Vorwahlkampf gewonnen und sich zumindest im Electoral College als Präsident durchgesetzt hat, über den Zustand der politischen Kultur, über die Institutionen dieses Landes? Ich glaube, wenn man die Frage so stellt, entpersonalisiert stellt, kommt man an einen Punkt, strukturelle Faktoren in den Blick zu nehmen, die in der einen oder anderen Weise autokratische Herrschaft begründen, favorisieren und dynamisieren können, auch wenn es jetzt noch nicht so weit ist. Und dazu nur in aller Kürze, wir wollen ja auch diskutieren, drei Beobachtungen, die jede für sich genommen und erst recht in ihrem Zusammenspiel. Die Verletzlichkeit, die Anfälligkeit des aktuellen politischen Systems in den USA oder der aktuellen politischen Kultur als eine ausweisen, die für diese autokratische Versuchung anfällig ist. Die erste Beobachtung würde verweisen auf die Dysfunktionalität des Parteiensystems. Die Tatsache, dass 50% der Amerikaner nicht zur Wahl gehen, hat ja nichts damit zu tun, dass die an diesem Tag was Besseres zu tun hatten. Sondern sie hat in erster Linie damit zu tun, dass es ein Zwei-Parteien-System gibt, das von seinem Design, von seiner Anlage, von seiner Logik her darauf ausgelegt ist, dritte Parteien, die Repräsentanz anderer Standpunkte, zu exkludieren. Keine Repräsentanz im Parlament zu schaffen. Das ist bekannt. Das ist eine Entwicklung, die sich seit den 1890er Jahren in dieser Form durchgesetzt hat. Was dieser Voraussetzung besondere politische Brisanz verleiht, ist, dass sie jetzt auf eine Situation trifft, einer extremen sozialen politischen Spaltung in den USA und auf eine Bevölkerung trifft, die mehr denn je nach Repräsentanz und Wortmächtigkeit Partizipation verlangt, aber diese Partizipation nicht findet. Soziale Spaltung, in dem Punkt nur ein Hinweis. Wenn 50% der Bevölkerung keine Möglichkeit der Partizipation haben, aber zugleich beobachten müssen, dass aus ihrer Mitte heraus, ich rede jetzt über den sozialen Mittelstand, Männer und Frauen dieses Mittelstands ohne College-Abschluss konfrontiert sind mit einer immer und zwar drastisch geringer werdenden Lebenserwartung. Was sagt Ihnen das über das politische Klima, über die Wut, über den Ärger? Das sagt in erster Linie etwas über eine Leerstelle. Solche Erfahrungen zu machen und keine politischen Ansprechpartner zu haben,
öffnet den politischen Diskurs, gibt eine Leerstelle, schafft denjenigen Raum, die von sich behaupten, sie könnten als Sachwalter der Verlierer auftreten. Erst recht deshalb, weil intermediäre Instanzen, die lange Jahre, lange Jahrzehnte Ansprechpartner für diese vom Zwei-Parteien-System Exkludierten gewesen sind, ebenfalls nicht mehr vorhanden sind, nämlich Gewerkschaften. Gewerkschaften haben diese Leerstelle lange Zeit besetzt oder waren im Grunde genommen der Ersatz für eine dritte Partei. Seit den 1990er Jahren ist die Beteiligung, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften im freien Fall mittlerweile bei 12%. Das heißt, all diejenigen, die unter den Effekten von Globalisierung, Neoliberalisierung und so weiter und so fort zu leiden haben, denen ausgesetzt sind, die sich politisch engagieren wollen, haben keine Adresse. Das meine ich mit Leerstelle und das meine ich mit Dysfunktionalität des politischen Systems, die durchaus als autokratische Versuchung qualifiziert werden kann. Das Zweite, etwas kürzer, ist der machtpolitische Opportunismus konservativer Eliten, genauer gesagt der Republikanischen Partei. Das ist durchaus eine Parallele zur späten Weimarer Republik. Die Republikaner wussten, wer für dieses Amt kandidiert. Trump ist nicht aus dem Ballon gefallen. Der hat sich nicht erst als solcher zu erkennen gegeben, nachdem er ins Amt eingeführt worden ist und seine unsägliche Antrittsrede gehalten hat. Jeder wusste, mit wem man es hier zu tun hat. Und niemand aus der Partei, die diesen Kandidaten aufgestellt und toleriert hatte, hatte das Kreuz zu sagen, nein. Warum nicht? Weil er ihnen willkommen war als Mehrheitsbeschaffer für ein Programm des sozialen Kahlschlags und der Revision all dessen, was Barack Obama aufs Gleis gesetzt hat, weil ihnen das wichtiger gewesen ist, weil ihnen das parteipolitische Ressentiment wichtiger gewesen ist als das Common Good. Weil sie nur in ihren parzellierten Kategorien von Parteienmacht gedacht haben und eben deshalb Donald Trump akzeptiert haben. Möglicherweise in der abenteuerlichen Vorstellung, man könne ihn zähmen. Wenn der zu Fall kommt, dann wegen seiner eigenen Merkwürdigkeiten und Idiosynkrasien. Nicht, weil andere bereit wären, aus diesem Milieu gegen ihn zu opponieren. Das wirft zumindest einige Erinnerungen, Parallelen auf an die Art und Weise, wie Hitler unkommentiert zur Macht gekommen ist. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen will, ebenfalls in aller Kürze, ist, dass Trump ja kein Problem ist der Republikanischen Partei oder nicht nur ein Problem der Republikanischen Partei, nicht nur ein Problem der Nichtrepräsentanz von anderen Wählerschichten. Wir haben es zugleich zu tun, und da können wir auch über Parallelen zur späten Weimarer Republik reden, mit einer Selbstradikalisierung von Teilen der Zivilgesellschaft, jenseits der Parteien. Denken Sie an solche Phänomene wie die Tea Party oder denken Sie an die Politisierung religiöser Fundamentalisten. Bei all dem, was diese Tea Party ausmacht und qualifiziert, an einer Stelle treffen sie sich nahtlos mit dem Programm oder der Vorstellung eines Programms von Donald Trump, nämlich der Unterstellung, dass Volkswille, was immer das sein soll, wichtiger ist als demokratische Verfahren und Institutionen. Wichtiger ist als Gewaltenteilung, wichtiger ist als die Suprematie des Rechts. Diese amorphe Kategorie des Volkswillens steht über allem. Und derjenige, der von sich behauptet, er könne diesen Volkswillen lesen und umsetzen, im Grunde genommen unter Inanspruchnahme von des politischen Führerprinzips. Das ist der Begriff des Politikers, den die Tea Party favorisiert. Und diese Logik, diese Rhetorik hat Trump bedient. Ganz ähnlich bei den politisierten Evangelikalen. Kurz und gut, diese drei Faktoren, dieses Ensemble von Faktoren, deutet jedes für sich genommen und erst recht in ihrem Zusammenspiel
auf eine hohe Verletzlichkeit des aktuellen politischen Diskurses, der politischen Institutionen und der politischen Kultur in den USA hin. Und so sie denn in absehbarer Zeit nicht im Kern revidiert werden können, sind das möglicherweise Faktoren, die in Zukunft dann einem lupenreinen Autokraten, einem, der kein Infantilist ist, sondern ein politischer Stratege, den Weg, die Bahn ebnen können. Nochmal, ein die Mehrheit exkludierendes Parteiensystem, der Machtopportunismus konservativer Eliten und die Radikalisierung zivilgesellschaftlicher Akteure. Diese drei Faktoren. Vor diesem Hintergrund ist Trump ein Wetterleuchten, aber eines, das man sehr, sehr ernst nehmen sollte und eines, das in vielerlei Hinsicht erinnert und deshalb auch die Rezeption des Buches von Volker Ulrich an den Aufstieg, nicht an die Regierungspraxis, an die Bedingungen der Möglichkeit eines Aufstiegs von Autokraten oder im deutschen Fall eines Diktators. So, das soll jetzt erstmal reichen. Das ist möglicherweise genug für die Diskussion. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass das schon hier im Publikum zu Nachfragen und möglicherweise auch Gegenargumenten führen wird. Wir wollen aber kurz noch versuchen, die beiden einleitenden Referate gegeneinander zu spielen oder miteinander ins Gespräch zu bringen. Und wenn ich gleich mal anfangen darf, ich würde gerne an beide Referenten nochmal eine Bitte äußern, noch näher auszuführen, vielleicht auch in vergleichender Hinsicht über das Phänomen der Krise und der vermeintlichen mangelnden Lösungskompetenz der Eliten. Das schien mir in beiden Referaten ganz explizit bei Michael Will, aber auch hier angeklungen zu sein. Und ich komme auch auf diese Frage, weil das ja eine nicht enden wollende Twitter-Kommunikation und Interview-Kommunikation von Trump und Leuten aus der Administration gibt, die genau eine solche Krise und eine mangelnde Lösungskompetenz gerade der Vorgängerregierung und Vorgängerregierungen und dem System, was sich hinter dem Ortsnamen Washington verbindet, herbeizureden versucht. Also wenn das eine Kategorie ist, in der man diese Form der autokratischen Machtsicherung denken kann, dann wird die doch zumindest bemüht bei Trump, und letztlich kommt dann eine Litanei von kaputter Infrastruktur, Jobs, die verschwinden, bis hin zu einem Militär, was nahezu aufgelöst ist, wenn man dem Herrn Trump glauben darf. Und ob das nun faktische Gegebenheiten sind, das ist eine andere Frage, aber es wird zumindest mal der Eindruck vermittelt, dass genau das, und da wäre eine Parallele zur späten Weimarer Republik, dass das zumindest in dem Weltbild von Trump und per Extensio vielleicht auch in dem Weltbild vieler seiner Wähler durchaus eine Rolle spielt. Und vielleicht dürfen wir vor diesem Hintergrund auch nicht eine krisenhafte Situation kleinreden, die zumindest die Amerikaner und vor allen Dingen die Mittelstandsamerikaner seit 2008 bewegt, und das ist die Finanzkrise. Vielleicht ist das nicht in dem Maße vergleichbar mit der Weltwirtschaftskrise in den frühen 30er Jahren, aber ich wollte Sie beide nochmal dazu anregen, dazu Stellung zu nehmen, ob es da nicht doch noch etwas mehr jenseits der Person des Autokraten, sagen wir, die Bedingungen der Möglichkeit, Autokrat zu werden. Also zwei Argumente dazu. Ich denke, dass Krise, und das, glaube ich, lernen wir als Historiker im Nachgang zu in der Analyse der 30er Jahre, immer auch eine, oder vielleicht vordringend eine Wahrnehmungskrise ist. Krise ist eine unerwartete, ungewohnte Situation, in der bisherige Routinen nicht mehr greifen. Und die, glaube ich, dann schwerwiegend wird, wenn sie den Alltag wirklich dominierend prägt. Also 2008, die Finanzkrise, war eine schwere Krise.
die aber in der Wahrnehmung durch exorbitante sozusagen Maßnahmen der Regierung unseren Alltag nicht unbedingt berührt hat. Während die Wirtschaftskrise 1929 bedeutete, dass wirklich fast jeder deutsche Arbeiterhaushalt von der Arbeitslosigkeit betroffen war. Also entweder einer aus der Familie war arbeitslos. Also diese Zahlen sind, also Arbeitslosigkeit war eine Erfahrung, eine Alltagserfahrung. Und in dem Moment, in dem der Eindruck entsteht oder die Warnung entsteht, dass es keine adäquaten Lösungen gibt, die jetzt darauf reagieren können, denke ich, die sowohl die Wahrnehmung dieser Krise wie die Erwartung, wie diese Krise gelöst werden kann, gelöst werden soll, diffundieren. Und die tiefe Angst einer Übernahme im Bürgertum, einer kommunistischen Machtübernahme, ist daraus gekommen, da haben wir doch etwas wieder wie eine revolutionäre Situation, wo wir heute sagen können, die KPD war überhaupt nicht in der Lage, eine solche Machtübernahme zu machen, organisatorisch. Wir wissen, dass 1933 die ökonomische Lage sich deutlich gebessert hat, also das Tief der Krise schon durchschritten war. All das sind ökonomische oder Fachexpertise-Argumente, die aber in der Situation nicht greifen. Und die auch in der Situation nicht überzeugen würden und sagen, ihr seid das durch das Tal gegangen, es wird immer besser. Es gibt erstmal die Erfahrung nicht, dass es besser geworden ist. Und von daher würde ich heute wichtig finden, nicht zu unterschätzen, dass Krise nicht nur mit faktischen Antworten begegnet werden kann, sondern auch immer Wahrnehmungskrise und Erwartungen, Erwartungskrisen bedeutet. Ich glaube, das ist eine elementare Beobachtung, die das eine mit dem anderen verbindet und diskutierbar macht hinsichtlich der Überschneidung wieder Differenzen. Die Wahrnehmungskrise in den USA ist einerseits unterfüttert durch die Schockerfahrungen von 2008 folgende, die sich im Unterschied zu der Weltwirtschaftskrise nicht als situativer Schock abbilden, sondern als schleichendes Dementi eines Lebens- und Gesellschaftsentwurfs. Und das Zweite, was oft in der Diskussion nicht wahrgenommen wird, was aber im Hintergrund ständig eine Rolle spielt, mal lauter, mal weniger laut, mal unausgesprochen, mal nicht ausgesprochen, ist, dass sich dieses Land ja seit 20 Jahren mindestens die Frage gefallen lassen muss, wie verabschieden wir uns mit Anstand oder eben nicht mit Anstand aus der Rolle des weltpolitischen Hegemon? Also Exit Options. Wie freunden wir uns an mit dem Umstand, dass es auf der weltpolitischen Bühne einen unhintergehbaren Zwang zur Arbeitsteilung, zur Machtteilung mit anderen Zentren gibt? Dass die Zeit, die goldene Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, der Unipolarität, wenn es die je gegeben hat, vielleicht in der Fantasie, in der Wahrnehmung, dass diese Phase definitiv vorbei ist. Man muss sich einrichten in einem anderen Ambiente. In doppelter Weise scheint nach innen wie nach außen die traditionellen Lösungsmechanismen zu versagen. Es gibt keine Antworten mehr, die man aus der Vergangenheit entlehnen, borgen kann und die für die Zukunft applizierbar sind. Das ist das eine. Zugleich hat man im Moment noch keine belastbaren Rezepturen. Barack Obama hat es versucht. Er hat es nach innen versucht wie nach außen. Das müssen wir jetzt nicht im Detail ausbuchstabieren. Aber wenn die Präsidentschaft Obamas einen historischen Moment markiert, dann war es genau dieser. Zu versuchen, nach innen anschlussfähig zu werden zum europäischen Modell des Sozialstaats und nach außen hin einen Abschied von der Hegemonie zu moderieren, der ohne Gewalteruptionen auskommt. Dagegen laufen Republikaner Sturm aus und da bildet sich eine neue Form der Wahrnehmungskrise ab. Völlig absurd, aber sie ist vorhanden. Nach innen fixiert auf die Vorstellung, Obama habe
mit seinem innenpolitischen Programm eine Art Selbstermächtigung für Minderheiten auf den Weg gebracht. Rassismus, Klammer zu. Die Vorstellung, dass dieser Präsident nicht nur weil er der erste schwarze Präsident war, sondern die Vorstellung, dass er mit dem Gesundheitswesen etwas Inkludierendes auf den Weg bringt, dass auch Schwarze zur gleichberechtigten Partizipation an sozialstaatlichen Umverteilungsmechanismen entitled, also berechtigt. Diese Vorstellung ist für einen Großteil von weißen Wählern absolutes Anathema. Und deshalb sind sie wirklich bereit, im Zweifelsfall Kandidaten zu unterstützen oder ins Amt zu geben, die genau diese Dynamik nach Kräften blockieren oder rückgängig machen wollen. Das kann man nur rückgängig machen mit autoritären, autokratischen Mitteln. Das kann man nicht auf dem Wege des üblich eingefahrenen parlamentarischen Give and Take machen. Wie gesagt, es ist an dem Punkt eine Vergleichbarkeit, Wahrnehmungskrise mit enormen politischen Effekten. Eine Wahrnehmung kann so fehlgesteuert sein, wie sie will. Sie wird an irgendeinem Punkt zum Teil der Realität, zum Teil der politischen Realität. Und dann wird es gefährlich. Ich darf gerade diese beiden Worte, die mir sehr interessant scheinen für diese Diskussion, nochmal aufgreifen. Einmal die Krise nicht als faktische, sondern als Wahrnehmungskrise vor allen Dingen. Und dann der Hinweis auf exkludierende und inkludierende Praxis. Und ich wollte damit eine Kategorie hervorzaubern, die hier schon gefallen ist und auch bei Bernd angeklungen ist, die des Volkes und des Volkswillens, der hier scheinbar, oder es wird zumindest der Anspruch erhoben, dass dieser exekutiert wird, erkannt und exekutiert werden kann. Nun ist auch das etwas, was in mehrfacher Hinsicht sowohl der Frage nach den Wahrnehmungen, wie man diesen Volkswillen eigentlich wahrnimmt, wie der sich artikulieren könnte, und auch ganz dezidiert eine Frage nach Inklusion und Exklusion ist. Denn die Frage stellt sich ja, wer ist dieses Volk? Und wenn man eine breite propagandistische Strecke von Herrn Trump als autokratisch bezeichnen kann, dann ist es der Versuch zu definieren, wer zu diesem Volk gehört. Und ich denke, ich will nur mal ein Beispiel nennen. Es geht natürlich um die Mauer und es geht vor allen Dingen um die Immigration und die in den Vereinigten Staaten lebenden Papiere besitzenden und papierlosen Immigranten aus Lateinamerika. Und ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. In den letzten Wochen schießt sich vor allen Dingen Jeff Sessions, aber auch Trump selbst auf die Drogenpolitik ein, die er ja schon im Wahlkampf unmittelbar mit Immigration in Verbindung gebracht hat. Vergewaltiger, Mörder, Diebe, Drogendealer. Jetzt wird mit großem öffentlichen Tamtam diese Anti-Drogen-Politik nicht nur mit dem Bau der Mauer verbunden, sondern auf eine Straßengang konzentriert. MS-13. In jeder Pressemitteilung. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die kommen ursprünglich aus... Nein, es sind Menschen aus El Salvador, die sich in Los Angeles zusammengefunden haben als Straßengang. Ist es Los Angeles? Sie schüttelt den Kopf. Die mittlerweile in den Städten, den größeren Städten von den Vereinigten Staaten sehr gut repräsentiert sind. Und sie sind extrem gewalttätig, extrem in den Drogenhandel verstrickt. Und sie sind ganz leicht erkennbar. Sie kennen diese Leute. Und es sind voll tätowierte Menschen bis auf den rasierten, kahlen Schädel. Und wenn nun in jedem Interview und in jedem Tweet zu dem Thema ein Präsident die Immigration, legal oder illegale, mit MS-13 in Verbindung bringt, dann googeln die Leute auch mal
worum es sich denn da handelt und gucken sich diese Leute an. Was ich damit mit wahrscheinlich viel zu vielen Worten sagen will, gucken Sie sich das mal an und dann merken Sie, was für einen unglaublichen Prozess der Exklusion hier verbrochen wird, möchte ich so sagen. Und das geht weit über, wir ändern jetzt unseren Gruß hinaus, sondern da werden ganze Bevölkerungsgruppen, große Bevölkerungsgruppen stigmatisiert. Und da wollte ich nochmal von beiden vielleicht hören, wie Sie darauf reagieren würden, wenn Sie sagen, wenn man ein autokratisches Machterhaltungs- oder Machterstrebensmoment da wahrnimmt, dann ist es dieser Versuch zu definieren, wer zu diesem Volk gehört und wer nicht. Also würde ich für den 30er, für den Nationalsozialismus ganz unterstreichen, dass es die Praxis in den ersten Monaten und den ersten Jahren, Zugehörigkeit neu zu definieren und Zugehörigkeit nicht nur zu definieren, also antisemitisch, sondern auch kenntlich zu machen. Also sie muss gezeigt werden, sie muss öffentlich werden. Es ist nicht nur darum, dass man irgendwie was unterschreibt, sondern dass man zu anderen öffentlichen Kennzeichen, anderen öffentlichen Praktiken kommt. Also dass das, was dann Volksgemeinschaft genannt wird, auch wenn es die natürlich sozial nie gegeben hat, gewissermaßen die Entscheidung, ist man dieser Gruppe zugehörig oder nicht, zu einer wichtigen wird, im Alltag. Also es gibt von Sebastian Haffner diese schöne Geschichte aus dem Kammergericht, wo er erlebt, als junger Referendar, er erlebt, wie die SA im März das Kammergericht in Berlin stürmt, um die jüdischen Rechtsanwälte und Staatsanwälte buchstäblich rauszuprügeln. Da sitzen alle junge Referendare in ihrem Lesesaal und tun erstmal nichts. Sie rumpelt draußen, auf einmal Tür auf, so ein SA-Trupp kommt rein. Einer stellt sich vor ihnen auf und sagt, Jude oder Arier? Und Haffner, kein Jude, sagt. Und dann geht der SA-Mann weiter. Wir wissen nicht, ob diese Geschichte erfunden, wirklich stattgefunden ist oder ob sie Haffner gut erfunden hat. Aber sie zeigt, er geht raus und schreibt dann in seinem Buch, dass er in diesem Moment versagt hat. Und in diesem Moment etwas, nicht nur das Kammergericht zusammengebrochen ist, sondern auch er selbst beschädigt ist, weil er sich einer Frage, die vorher überhaupt keine Frage ist, ist völlig unerheblich, welche Religion oder Nicht-Religion er angehört, auf einmal zu einer beantwortbaren oder wo er sich aufgefordert fühlt, sie zu beantworten. In einer Gewaltsituation sicher, in einer unerwarteten Situation. Also nicht die Frage als solche zurückweist und sagt, das geht sie gar nichts an. Und damit sagt, diese Frage beantworte ich nicht. Und vor dieser Zugehörigkeitsfrage stellen die Nationalsozialisten in den ersten Monaten und Jahren nicht-jüdische Deutsche, um sie gewissermaßen in eine neue Zugehörigkeit zu bringen, die die Nazis Volksgemeinschaft nennen. Und zugleich die zu exkludieren, deutsche Juden, die sich bis dahin völlig klar zur deutschen Nation zugehörig gefühlt haben, die im Ersten Weltkrieg von Wilhelm II. Auch explizit zur deutschen Volksgemeinschaft gezählt worden sind, als Teil der mobilisierten Kriegsnation und die nun ausgeschlossen werden und die auch diesen Ausschluss von denen, die sich inkludiert fühlen, gebilligt wird. Nicht, also am 1. April gibt es in allen, da können Sie viele Tagebücher lesen, gibt es vieles Entsetzen darüber, über den Boykott jüdischer Geschäfte, als unzivilisiert, barbarisch. Das kann man doch nicht tun. Aber es äußert sich manchmal auch noch, dass Menschen in die Geschäfte gehen und sagen, jetzt heute kaufe ich da auf jeden Fall. Aber das sind wenige. Die meisten denken, es geht irgendwie vorüber. Das ist so ein Ausschlag, so ein Pendelschlag zur einen radikalen Seite. Das wird sich wieder beruhigen. Und darum diese Haffner-Geschichte. Sie haben es schon gebilligt. Und dort, wo Politiker, sagen wir Gewaltpolitiker, merken, es gibt eine Möglichkeit des Agierens und sie wird zugebilligt,
werden sie diese Möglichkeit ergreifen. Die Nationalsozialisten, nochmal so ein Punkt, Hitler war ein Regierungsdilettant, hat vorher noch keinen Regierungsjob gehabt. Die hatten keinen Masterplan. Es gab nicht etwas, was sagen vorher ausformuliert war, um dann 1933 auf den Weg zu setzen, sondern sie haben jede Gelegenheit, sie wollten diesen Staat und diese Gesellschaft umformen. Das war schon eine Revolution, was sie im Kopf hatten. Aber sie haben es nach Gelegenheiten organisiert und dort, wo es möglich war, haben sie agiert. Und von daher sind diese Momente der Zubilligung von Nicht-Einhalt-Gebieten, Nicht-Grenzen setzen, etwas billigen und glauben, das renkt sich schon irgendwo wieder ein, so gefährlich, weil sie der anderen Seite, die an der Aufrechterhaltung von Rechtsstaatlichkeit, der Aufrechterhaltung von Gewaltenteilung kein Interesse hat, die Gelegenheit gibt, Dinge tatsächlich zu verändern. Und Ende 1933 ist dieses deutsche politische System wirklich so fundamental verändert worden, dass es auch nicht mehr einfach rückgängig gemacht werden kann. Also einen Masterplan hat Trump mit Sicherheit auch nicht. Wenn, dann ist er dieser Gelegenheitsautokrat, aber ein Ordnungsmodell. Und für dieses Ordnungsmodell hat er wieder eine Exklusions- oder eine Zugehörigkeitsvokabel, wenn Sie so wollen, hoffähig gemacht. Diese Vokabel heißt un-American. Nicht von ihm erfunden. Er nimmt ja alles Mögliche für sich in Anspruch. Also auch in dem Interview mit dem Economist behauptet er, die Kategorie des Prime Pumping erfunden zu haben. Das ist John Maynard Keynes. Aber un-American ist auch nicht auf seinen Mist gewachsen. Ist auch nicht im Übrigen auf dem Mist von McCarthy gewachsen, sondern erstmals popularisiert als soziales und politisches Ausschlussmodell nach dem Ersten Weltkrieg, schon im Ersten Weltkrieg und dann erst recht nach dem Ersten Weltkrieg. Es gibt diesbezüglich einen aufschlussreichen Roman, literarisch grottenschlecht, aber als Abbildung der zeithistorischen Stimmung ganz gut, von Sinclair Lewis, jetzt wieder ins Deutsche übersetzt, It Can't Happen Here, das kann hier nicht passieren, in 30er Jahren geschrieben und im Grunde genommen eine faschistische Machtübernahme in den USA terrorisierend. Dieser Roman von Sinclair Lewis gibt Ihnen ein sehr gutes Gespür dafür, wie dieses Gift der Rede vom Un-Americanism sich sozusagen popularisiert, in der politischen Kultur sich verbreitet und dann auch in der sozialen Praxis Anklang findet, in der sozialen Praxis, die durchaus zumindest gegenüber Minderheiten eine gewalttätige sein kann und sein konnte. Unter McCarthy war das auch der Fall. Der jetzige Vizepräsident unter Trump, von daher bitte ich vorsichtig zu sein mit dem Wunsch nach einem Impeachment. Der jetzige Vizepräsident, der im Falle eines Impeachment an die Macht käme, Herr Pence, ist ein radikaler Exkludierer und ein Stratege. Kein sprunghafter Kolibri, sondern wirklich ein kühl kalkulierender, radikalisierter politischer Stratege, der dieses Exklusionsmoment gegen alle anbringt, die in irgendeiner Weise seines Erachtens verdächtigt sind, zu einem, wie auch immer definierten, liberalen Lager zu gehören. Ganz oben auf seiner Liste stehen Befürworter von Abtreibung, Umweltschützer und. Aber alle diejenigen, die er in Verbindung bringt mit elitärem Liberalismus, mit Akademia und. Und das ist eben nicht nur so dahergeredet. Der Versuch, das umzusetzen, ist bislang gescheitert am Einspruch von Bundesrichtern. Bundesrichtern, das ist elementar. Nicht am Einspruch der republikanischen Eliten, sondern am Einspruch von Bundesrichtern, die das Kreuz hatten, weil sie in Seattle sitzen oder in Florida oder weiß der Teufel wo in Vermont, zu sagen, nicht jetzt und nicht mit diesen Mitteln und überhaupt im Grundsatz nicht. Aber was sagt das denn
über die Verbreitung schon dieses exkludierenden Vokabulars und des Anspruchs, damit Ordnungspolitik zu machen, wenn es der Bundesrichter auf unterster Ebene bedarf, diesen Widerspruch zu formulieren? Das kam nicht aus dem Justizministerium. Das kam nicht aus dem Kabinett. Das kam nicht aus den Reihen der etablierten Parteien. Ich will damit die zivilcouragierte Seite dieses Einspruchs überhaupt nicht kleinreden. Im Gegenteil. Ich habe davon eine Frau auch rausgeschmissen. Nicht? Ja. Ich habe dafür größten Respekt. Aber man solle es auch nicht dramatisieren und daraus eine übermäßige Stärke und Behauptungskraft dieser Zivilgesellschaft ableiten. Das vielleicht als Antwort auf die Frage. Das wäre im Übrigen wieder eine Stichwort Anfälligkeit und porös, wie man gefestigte Institutionen porös machen kann und im Grunde genommen durch stetiges Nagen so weit beschädigen, dass sie bei der nächstbesten Krise in der Tat Gefahr laufen, zusammenzubrechen. Es ist keine Prognose, es ist nur eine Zustandsbeschreibung einer Krise, sonst nichts. Mit euer beider Einverständnis würde ich jetzt die... Ja, okay. Gesehen. Gut, wir fangen hier vorne an. Bitte warten Sie auf das Mikrofon. Das Mikroskop wird Ihnen gebracht. Ja, also ich hätte 1000 Fragen, aber was mich am meisten umtreibt, ist eben diese Verletzlichkeit der Demokratie. Und wer nicht in den USA lebt, der wird sich vielleicht doch mehr fragen, was ist hier in Europa los? Und das, was Sie, Herr Greiner, als drei Schlüsselbegriffe oder so nannten, diese Dysfunktionalität des Parteiensystems, das haben wir nicht in dem Maße, würde ich sagen. Und auch vielleicht nicht so etwas wie Republikaner, aber vielleicht der dritte Punkt, Selbstradikalisierung des Volkswillens und so weiter, wichtiger als das Gemeinwohl. Also ich denke an Marine Le Pen zum Beispiel, aber auch in Polen oder Ungarn und im Kleinen auch die AfD. Wie erklären Sie sich, dass eben dieses Phänomen, die Leute, die ich eben genannt habe und andere mehr, haben ja auch Trump über alle Maßen gelobt und sich gefreut, dass er gewählt wurde. Was sind da die gemeinsamen Ursachen, dass wir doch in Europa dieses Phänomen, dass die parlamentarische Demokratie mit Füßen getreten wird und nicht ernst genommen wird? Was gibt es da? Sind das die Medien oder was ist da eine gemeinsame Ursache Ihrer Ansicht nach? Nee, ich glaube, das war eine Frage direkt an dich. Okay, ich versuche die Antworten möglichst kurz zu halten, damit viele von Ihnen auch zu Wort kommen. Ihre Frage beschreibt ein Problem unserer Zeitdiagnose. Wir sind relativ gut im Beschreiben von Phänomenen und sehr schlecht, und mit wir meine ich Politikwissenschaftler, Soziologen sowieso, Historiker, eine präzise Antwort auf das zu geben, wonach Sie zu Recht fragen. Also die Standardantwort ist ja immer sozusagen Michael Wild hat darauf hingewiesen, die Wahrnehmungskrise vor dem Hintergrund globaler Dynamiken, die man nicht so recht versteht, die man nicht begreift, die zu Effekten führt, die eigendynamisch sich entwickeln, ohne dass politische Institutionen, Eliten, Regierungen in der Lage wären, dagegen zu steuern. Das ist möglicherweise ein Moment. Und zweites, es gibt so etwas, und das hat, glaube ich, wenn ich das recht sehe, in der späten Weimarer Republik auch eine Rolle gespielt. Der Überdruss am Streit, der Überdruss an der Institutionalisierung von Verfahren, an der permanenten Kompromissbildung, was ja die Stärke repräsentativer Demokratien ist. Und setzen Sie das mal in Bezug, in der Wahrnehmung, zu dem, was man Globalisierung nennt. Ja? Da haben wir auf der einen Seite einen Tsunami, der über einem zu rollen scheint, und auf der anderen Seite Politiker, Institutionen, Gremien bis hin zu der EU, die versuchen, das zu entschleunigen und auch mit ihrem Repertoire politischer Mittel zu entschleunigen, juristisch, verfahrenstechnisch und so weiter und so fort. Was ein sehr kluger Weg ist, aber was nicht immer zusammenpasst mit dieser Wahrnehmung. Und daraus, aus dieser Gemengelage, die Forderung nach schnellen Antworten abzuleiten, oder die Forderung abzuleiten, es gibt einen Volkswillen, und wenn einer daherkommt und sagt, ich kann den lesen, dann vertrauen wir dem.
Ich glaube, dieser Kurzschluss erklärt vieles, wenn beileibe auch nicht alles. Die nächste Frage ist hier vorne der Herr. Ja, Herr Graner, Sie sagen ja, worin eine nicht autokratische Machtsicherung in den USA vielleicht möglicherweise scheitern könnte oder dass sie sich nicht so abzeichnet, wie es Michael Wild für das Dritte Reich und das Ende der Weimarer Zeit und das Dritte Reich dann gekennzeichnet hat. Wenn man den Titel ernst nimmt, dann wird gerade in diesem Vergleich deutlich, dass im Grunde der Vergleich grotesk ist. Es sind so viele verschiedene Voraussetzungen auf der einen Seite da, also auf der anderen Seite des Atlantiks, wie es hier in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik beziehungsweise dann des beginnenden Dritten Reichs war. Das ist eine dermaßen massive Unterscheidung, gerade wenn man ins Detail geht, dass es, dass man nicht von einer Gleichrangigkeit einer autokratischen Machtsicherung eines Versuchs dazu sprechen kann eigentlich. Und diese nicht so selbstverständlich funktionierende Machtsicherung in den Vereinigten Staaten liegt auch meines Erachtens daran, dass unterhalb der föderalen Ebene es eine dermaßen starke zivilgesellschaftliche, ein dermaßen starkes zivilgesellschaftliches Engagement gibt, wie es in Deutschland zu der Zeit und selbst heute auch in Deutschland nicht existiert. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, State Legislature von Frederick Wiseman, der handelt, der ist vor etwa 15 Jahren gedreht worden, der handelt von der von dem staatlich, dem bundesstaatlichen Vorgehen, dem politischen Handeln in Idaho. Und ich kann nur sagen, dass es eine dermaßen intensive politische Auseinandersetzung auf dieser Ebene gibt, eben des Staates oder dann der Counties und der einzelnen Gemeinde, dass ich nicht sehe, dass dort ein ähnlicher Weg wie in Deutschland, wie ja auch in zahlreichen Romanen beschrieben worden ist, zum Ende der Weimarer Zeit, Beginn des Dritten Reiches, sich abgespielt hat. Und das ist bei Ihnen, Herr Greiner, meines Erachtens ein bisschen zu kurz gekommen. Das, was man auch unter dem Begriff Graswurzel versteht, die unglaublich vielen Initiativen, die es beispielsweise in Kalifornien gibt, oder jetzt ist eine Nachwahl in Bozeman, weil ein Repräsentantenhaussitz neu besetzt werden muss, lese ich in einer Berliner Tageszeitung eine lange Reportage darüber. Und auch diesem Reporter der Berliner Zeitung ist es nicht zu schade zu sagen, die Leute, die dort politisch arbeiten, als Hinterwäldler darzustellen. Das Wort fällt überhaupt nicht, aber im Grunde ist es diese Art von Verachtung gegenüber den einfachen Leuten in Montana. Ansonsten jedes Klischee über Montana wird hervorgeholt, aber dass sich die Leute für Politik interessieren, so schlicht erstmal von mir gesagt, kommt in dem Artikel nicht genügend vor. Dankeschön. Vielleicht nur zwei kurze Bemerkungen dazu. Ich glaube, man sollte auch das zivilgesellschaftliche Engagement der Weimarer Republik nicht unterschätzen. Also es gab angesichts der Erzberger Morde und Rathenauer Morde gab es 1922 durchaus Massendemonstrationen auch für die Republik. Also ich würde das verändert sich gerade, dass wir sehr häufig dazu neigen, die Weimarer Republik immer von 1933 zu sehen und nicht zu begreifen, dass sie auch gerade in ihren ersten Jahren sehr viele sozusagen engagierte Unterstützer hatte, die auch damit auch Hoffnung verbunden haben. Auch 1933 haben wir noch Massendemonstrationen in Berlin und anderswo, die sich bis zum März für die SPD, auf dem Lustgarten, Heinrich Mann wie Käthe Kollwitz, sich gegen die Nationalsozialisten äußern.
Man darf diese Macht der SA und die Macht der Gewalt, die staatlicherseits von Göring auch als preußischer Innenminister mitforciert ist, wiederum auch nicht unterschätzen. Also die Möglichkeit der tatsächlichen physischen, körperlichen, gewalttätigen Terrors gegen die Opposition, die auch andere dann mitbekamen, also es macht ja auch, Terror soll ja auch Angst machen, und dass tatsächlich so viele in Folterkellern der SA misshandelt, ermordet wurden, auch in diesen Wochen nach dem Reichstag mit der Reichstagsbrandverordnung, ist etwas, was zur nationalsozialistischen Machterobung gehört. Also es gibt die Bereitwilligkeit auch, endlich Parteienhader zu überwinden, Einigkeit, all diese Stimmen gibt es. Die Stimmen für Hitler sind Stimmen für die NSDAP. Es gibt 43% der Wählerinnen und Wähler haben sich in Deutschland im März 1933 für die NSDAP und für Hitler ausgesprochen. Aber es gibt auch die anderen, und es gibt diese massive, gewalttätige Zerschlagung und Repression und Terror gegen die Opposition. Und das hat auch Wirkung. Also es gibt viele, die im Laufe des Jahres 1933 auch als resignieren und auch sagen, wir kommen eine Ohnmachtserfahrung auf einer anderen Seite haben und sagen, wir kommen eigentlich gegen diese Dynamik der Veränderung eigentlich gar nicht mehr an. Na, vielleicht ergänzt sich das ja ganz gut mit Ihrem Argument. Das kann man sagen, dass das Groteske an dem Vergleich, wie Sie es genannt haben, das Groteske vielleicht ein bisschen an dem Unterschätzen der zivilgesellschaftlichen Engagement und politischen Engagement der Amerikaner liegt, aber vor allen Dingen auch an dem Fehlen eines paramilitärischen Arms. Ja. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Ja, ich meine, ich habe versucht, wenn das anders angekommen sein sollte, dann haben Sie das missverstanden, mich dagegen zu verwahren, von einer 1:1-Kopie oder der Möglichkeit einer 1:1-Kopie zu sprechen. Aber wenn ich eine etwas zugespitzt polemisierte Antwort auf Ihren Einwand geben müsste, dann hieße die, das ist mir ein bisschen zu viel Baldrian. Also zu viel Selbstberuhigung mit Blick, mit dem berechtigten Verweis, es gibt Grassroots. Ja, selbstredend gibt es die. Niemand will das bestreiten. Wenn es das nicht gäbe, hätten wir ja in der Tat fast einen lupenreinen Autokratismus. Dann bräuchten wir uns nicht über die Bedingungen der Möglichkeit zu unterhalten. Aber 63 Millionen Amerikaner haben Trump gewählt. 52% Frauen vor dem Hintergrund dieses Wahlkampfs, ich muss Ihnen die Details nicht rekapitulieren, haben ihn gewählt. Augenblicklich distanzieren sich nur 2% seiner Wähler von seiner Regierungspraxis. 2%. Und wir haben es, Stichwort Zivilgesellschaft, Grassroots hin oder her. Sie kommen an dem Befund, glaube ich, nicht vorbei, dass die Zivilgesellschaft extrem gespalten ist. Und zwar gespalten bis hin zur Kommunikationslosigkeit. Die reden nicht miteinander. Diejenigen, die in Montana, in Vermont, weiß der Teufel wo, kleinere Demonstrationen gegen Trump organisieren, die sind Anathema für diejenigen, die die Mehrheit in den sogenannten Red States bilden. Und Kommunikationslosigkeit in einer Zivilgesellschaft, die bis hin zur wechselseitigen Kriegserklärung geht, zur wechselseitigen Delegitimation als politischer Partizipant. Soweit ist das gegeben. Der Nicht-Anerkennung des Rechts der anderen, diskursiv sich darüber über die Vor- und Nachteile dieses Programms auseinanderzusetzen. Wenn eine Zivilgesellschaft sich in diese Richtung manövriert, dann hat sie mit sich selbst ein Problem. Und dann öffnet sie, wie ich vorhin versucht habe auszuführen, auch all denjenigen eine Leerstelle, die sagen, es muss mal Schluss sein, das regeln wir mit unseren Mitteln. Die Differenzen sind dramatisch, selbstredend. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, dass es keine Versuchung zu diesem autokratischen Modell gäbe. Bei McCarthy waren wir kurz davor. Inklusive demokratischer Selbstbeteiligung und Partizipation im Übrigen. Und dieser McCarthyismus hat zu einer bis in die späten 60er Jahre Selbstpazifizierung, Einschüchterung und teilweise
selbstverschuldeter Selbstlähmung von politischen Akteuren auf zivilgesellschaftlicher Ebene geführt. Die haben einfach aus Angst, auch ohne SA, auch ohne Schlägertruppen, aus Angst nichts mehr gesagt. Das ist nicht demokratieverträglich. Angesichts der vorangeschrittenen Zeit, ich habe sie gesehen, ich habe sie alle notiert, würde ich gerne immer zwei Fragen zusammennehmen. Hatten Sie sich gemeldet vorhin? Nein. Dann sind Sie beide jetzt dran hintereinander. Ja? Na, die Dame zuerst. Ich habe eine Frage an Herrn Wild und auch an Herrn Greiner. Sie haben erstens die Erosionserscheinungen in der Endphase der Weimarer Republik sozial, wirtschaftlich und auch ideologisch dargestellt und die gewaltsamen Einbrüche nach 1933. Gibt es aber nicht auch, und ich glaube, das war auch ein Faktor, der sozusagen das Erschrecken über das, was passiert ist, für die Zeitgenossen relativiert hat, eine große Gewalterfahrung schon in den Jahren vorher. Wir haben politische Morde, wir haben Gewalt praktisch als Alltagserfahrung auch in der Weimarer Republik. Und diese Krisenwahrnehmung ist ja auch, glaube ich, in vieler Hinsicht auch durch diese Alltagserfahrung nochmal unterstützt worden und hat diese Ausbrüche von Gewalt, von politischer Gewalt, die 33 eingesetzt hat, vermehrt eingesetzt hat, auch nochmal vielleicht für uns heute gar nicht mehr so vorstellbar, aber doch in einem Maße, das Erschrecken nicht so groß werden lassen eigentlich im Grunde genommen. Und dieses Augenmerk auf diese Gewaltkultur der Weimarer Republik wird ja auch so langsam auch wieder deutlich gemacht und beschrieben. Das war die erste Frage und Herr Greiner, ich würde doch gerne noch mal ein bisschen genauer wissen von Ihnen, wo Sie die Sollbruchstelle der amerikanischen Demokratie sehen. Also Zivilgesellschaft wurde schon genannt, was ja von deutscher Seite auch sehr gerne wahrgenommen wird und immer wieder rezipiert wird. Aber wir haben ja nun mittlerweile auch gerade in den letzten Tagen auch so Absetzungsbewegung innerhalb der Republikanischen Partei und auch nicht allein durch die, also besonders auch durch den Sonderermittler, doch glaube ich auch eine gewisse erhöhte Aufmerksamkeit auf die Gefahr der Aufhebung der Gewaltenteilung und vielleicht hat das auch seine Ursache in gewissen historischen Parallelen und historischen Erfahrungen. Das würde mich noch mal interessieren. Vielen Dank. Dankeschön. Übernehmen Sie gleich. Ach so, bin ich gleich dran, ja. Ja, vielen Dank. Der Vergleich jetzt Deutschland im Dritten Reich und USA, das hat sich jetzt ja schon etwas relativiert, auch dank Ihres Einwandes. Ich möchte doch in einigen Dingen vielleicht mal eine andere Perspektive auch auf das Thema bringen, weil in vielem ist mir in Herrn Greiners Analyse eben doch auch die Perspektive des, ich sage das mal, schlechten Verlierers ja durchgescheint. Also ich meine, es ist eben eine demokratische Wahl gewesen. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau, denke ich, ist auch diese Wahlauseinandersetzung geführt worden, wenn man auch die Vorwahlkämpfe eben dazu betrachtet. Das ist natürlich eine ganz andere Art der demokratischen Auseinandersetzung, als das bei uns hier in Deutschland stattfindet. Sie sagten irgendwie, ja, der Trump, der wäre den Republikanern irgendwie recht gekommen, aber man muss ja sehen, er hat sich da ja gegen große, große Widerstände gegen die eigene Partei, gegen 16 andere Kandidaten durchsetzen müssen. Ich erinnere da nur, wie hier ein SPD-Kandidat so mal kurz irgendwie im Hinterzimmer hier ernannt wird und das soll dann der Messias sein. Also da denke ich, ist das in Amerika schon ein anderes demokratisches Niveau. Was mir bei Ihnen ganz massiv gefehlt hat, was immer im Gegenbild bei Herrn Professor Wild natürlich sehr deutlich kam, war das Verhältnis Trumps zu den Institutionen. Das muss ja auch berücksichtigt sein, also Check and Balances. Wie steht er zum Parlament, wie steht er zu den Fraktionen, wie steht er zum Kongress, zum Senat, zu den Richtern? Das ist ja nicht so, dass er da einfach durchregieren könnte und das merkt man jetzt ja auch schon. Manchen in der eigenen Partei geht das zu weit, was er macht bei der Gesundheitsreform, anderen geht es nicht weit genug, er muss das austarieren, das läuft demokratisch, das läuft parlamentarisch, ich sehe da überhaupt keine Gefahr
im Vergleich zu dem, was Herr Wild eben dafür Deutschland skizziert hat. Dann Ihre Analyse, Trump sei infantil, kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Ich empfehle da dringend, nicht nur die New York Times zu lesen, sondern auch mal sich im Internet die vielen, vielen Reden von ihm anzuhören, die man übrigens schon seit 1980 von ihm hören kann. Hat also eine sehr, sehr lange Perspektive. Es gibt schon 1980, wird er gefragt in Talkshows, ob er sich nicht vorstellen könnte, mal zu kandidieren. Und 19... Er ist gefragt worden, Entschuldigung, ich bin noch nicht fertig, und er hat eben da schon eine Agenda verkündet, und zu sagen, er hätte keine Agenda, ist meines Erachtens grundlegend falsch. Er hat gewisse Punkte, die möchte er auch durchziehen, die mögen einem teilweise nicht gefallen, aber zu diesen Punkten gehört zum Beispiel die Gesundheitsreform, da gehören die Schulen, und diese Gesundheitsreform kann man auch nicht nur explodierend sehen, denn viele, diese scheint tatsächlich, wir werden in Deutschland auch nicht richtig informiert, diese Gesundheitsreform, wie sie bisher ist, scheint nicht zu funktionieren. Das scheint für viele mit enormen hohen Kosten verbunden zu sein. Darum auch dieser massive Widerstand gegen die Gesundheitsreform. Das hat nicht nur irgendwie mit Ressentiments gegen Schwarze zu tun. Übrigens gibt es auch viele Schwarze, die Trump gewählt haben. Es gibt die Latinos für Trump, das muss man auch sehen. Und vielleicht noch eine letzte Anekdote, etwas, was hier bei uns auch mal untergeht. Ich saß kürzlich neben einem Professor aus Kalifornien, eben auch, wie das so ist, Uni, und eben eher liberal, und er sagte dann, naja, ich habe natürlich, also die Clinton habe ich nicht gewählt, sowieso nicht, und dann sagte ich, ja, Trump, nee, Trump habe ich natürlich auch nicht gewählt, ich habe irgendwas draufgeschrieben auf den Wahlschein, und dann sagte er aber nur, er hat zwei kleine Kinder, die Betsy DeVos, die wird das amerikanische Schulsystem retten, das ist Trumps Schulministerin, das wird bei uns auch überhaupt nicht richtig dargelegt. Er hat mir dann beim Abendessen eine halbe Stunde lang erklärt, was die besser macht als die bisherigen Schulen, und ich habe das also dann auch verstanden. Also ich denke, man muss das schon etwas tiefer analysieren, sonst wird man dem Phänomen Trump nicht gerecht. Dankeschön. Zunächst mal Michael Wild. Ja, Sie haben recht. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen haben die Wahrnehmung oder die Befürchtung, der Bürgerkrieg hat schon begonnen. Und die beiden verseinerten Seiten können auf der Straße schon gewissermaßen gewalttätige Politik machen, befördert. Und sie weisen auch auf ein wirkliches Problem von Rechtsstaatlichkeit hin. Die preußische Polizei ist ja nicht untätig gewesen. Also wenn Sie nochmal den Akten bekommen, sowohl vom Polizeipräsidenten her, aber auch vom preußischen Innenministerium gibt es Dossiers über die Nationalsozialisten, gibt Dossiers über die Straßengewalt, es gibt Anweisungen an die Polizei, strikt gegen Gewalt vorzugehen. Also es ist nicht so, dass dieser Rechtsstaat untätig gewesen ist, gerade der preußische. Aber jede durch öffentliche Gewalt sozusagen erhebt den Anschein, dass der Staat nicht in der Lage ist, sein staatliches Gewaltmonopol durchzusetzen. Und damit ist man sozusagen jede Gewalttat delegitimiert den Anspruch auf rechtsstaatliches Gewaltmonopol und zeigt zugleich scheinbar das Versagen oder die Schwäche des Staates. Und genau darauf legen es ja genau auch Gewalttäter öffentlich an. Und das heißt, es ist schon eine fatale Verkettung von, also dass so welche Gewalt möglich ist, und obwohl der Staat auch darauf eingeht und versucht, diese Gewalt zu unterbinden, er das nicht allumfassend macht, wenn er kein totalitärer Staat sein will, und in einer solchen Wahrnehmung dann das als noch auch als Schwäche des Staates ausgelegt wird. Ne? Also insofern würde ich Ihrer Analyse ganz zustimmen. Tja, ich mache das mal in einer Beobachtung fest, ein Vorwahlkampf auf hohem Niveau. Ich verliere mich jetzt nicht in den Sottissen, die er gegenüber Frauen, Schwarzen, Latinos und sonst etwas von sich gegeben hat. Sondern ich kapriziere mich auf die Art und Weise, wie er sich verhalten hat zum politischen System des Landes. Wie er dieses politische System charakterisiert hat und wie er von sich aus gesagt hat, Abhilfe zu schaffen. Dieser Wahlkampf von Trump und dann anschließend gutiert von den zitierten 63 Millionen Wählern, war ein Wahlkampf gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Es war ein Wahlkampf, der den Primat des Rechts
zur Disposition gestellt hat. Es war ein Wahlkampf, der das Recht auf Partizipation von großen Teilen dieser Gesellschaft ebenfalls in Frage gestellt hat. Und es war eine Rhetorik der politischen Selbstermächtigung. Ich, Donald Trump, werde, wenn ich in dieses Amt gewählt werde, mich über diese Institution, über diese Verfahren, über das Prinzip der Kompromissbildung hinwegsetzen. Dass er das am Ende nicht immer tun kann, steht auf einem anderen Blatt. Das würde ich auch überhaupt nicht bestreiten. Das wäre ja völlig realitätsblind, das zu bestreiten. Der Vorgang ist, und das ist ein Novum, eine solche Rhetorik, eine solche Herangehensweise, einen solchen Blick auf die demokratischen Verfahren und Institutionen des eigenen Landes haben sie seit Andrew Jackson nicht mehr wieder gehabt. Bei keinem einzigen Kandidaten. Insbesondere im Moment seiner Amtseinführung. Das sind zivilreligiöse Akte, die Vereinigung eines amerikanischen Präsidenten. Das sind Akte, in denen symbolisch akklamiert wird, genau das, was ich eben gesagt habe, was die Essenz dieser Verfassung ist. Trump hat es mit Füßen getreten. George W. Bush ging aus dieser Amtseinführung raus und hat gegenüber Reportern laut und vernehmlich den Satz gesagt: This was a lot of weird shit. Ja, Entschuldigung, ich kann das nur wiederholen. Das war der beste Kommentar für den Wandel im politischen Zugriff, für die Selbstverortung und für einen veränderten politischen Diskurs. Das sollte man zur Kenntnis nehmen. Wenn Ihnen die New York Times nicht gefällt, ist okay. Ich beziehe. Bitte? Es gibt noch andere Zeitungen. Dann haben wir an diesem Punkt einen Dissens. Ich habe Ihnen meine Position klar gemacht. Ich glaube nicht, dass wir da auf einen Nenner kommen. Das macht auch nichts. Aber zu behaupten, Trump hätte gesagt, er regiert gegen Parlament und gegen die verfassungsgemäßen Institutionen, das ist eine Behauptung, die einfach nicht stimmt. Möchte ich bitte mal sehen, diese Behauptung, wo er das gesagt hat. Haben Sie ja gerade gesagt. Das habe ich gesagt. Ja, und das wo können, hat Trump das gesagt, das Zitat nicht? Lassen Sie es doch mal ein bisschen emotionsloser argumentieren. Das kann ich Ihnen an zig Beispielen. Ja, wenn ich zu Ende reden kann, kann ich es Ihnen vielleicht auch schildern. Ja. Repetitiv in seinen Wahlkampfauftritten vom ersten Tag an hat er etwas gemacht, was in der Spätphase der Weimarer Republik unter dem Begriff der Schwarzbude als Kategorie sich eingebürgert hat. Parlament als Schwarzbude. Regieren durch Verfahren als eine Form des Regierens, die der Krisensituation nicht angemessen ist. Er hat für sich in Anspruch genommen. Damit ist Schluss. In dem Moment, wo ihr mich wählt, gebe ich euch die Garantie, dass ich unabhängig von Gesetzeslage durchregieren werde. Und das hat sich am Ende abgebildet in seinem Satz gegenüber Demonstranten vom Weißen Haus, vor irgendwelchen Auftritten, die er gehabt hat, mit dem einfachen Satz: Haben die nicht begriffen, dass die Wahl vorbei ist? In diesem Satz verbirgt sich die Essenz der Absage an zivilgesellschaftliche Mitsprache. Und im Übrigen, das ist mein letzter Satz, ich will Sie damit nicht lange langweilen, vermutlich würden Sie auch in Abrede stellen, was ich gesagt habe, mit Blick auf Sozialstaatlichkeit, Inklusion von Minderheiten, die bei Barack Obama zum Programm geworden sind. Es gibt einen amerikanischen, Sie werden diesen Begriff vermutlich wissen, kennen, den Begriff des Dog Whistleblowing. Dog Whistleblowing heißt, frei übersetzt, politische Hundepfeife. Also wenn Sie eine Hundepfeife bedienen, dann hört nur der Hund das oder die Eingeweihten, nicht die normalen. Dog Whistleblowing heißt politisches Reden in kamouflierter Diktion. Jeder Rassist merkt sofort, was gemeint ist. Diese Form des politischen Dialogs
die nie verschwunden war aus dem öffentlichen Raum, hat Trump wieder hoffähig gemacht in seiner Denunziation von Sozialprogrammen, in seinem Programm, den Sozialstaat zu demontieren, ihn auf die Größe zu reduzieren, dass man ihn in einer Badewanne ertränken kann. Dieser Begriff kommt in der Tat nicht von ihm, aber er hat sich ihm angeschlossen. Was ich damit sagen will, mir gefällt diese Form der Normalisierung nicht. Diese Form des Kleinredens des Problems. Wir haben hier ein massives Problem. Und gut, das ist meine Position, Sie sehen es anders. Hoffentlich haben Sie recht. Ich würde mir wünschen, Sie hätten recht. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen, aber vielleicht darf ich noch ganz kurz um einen Satz wenigstens bitten über die Sollbruchstellen der Präsidentschaft und der Demokratie angesichts der Absetzbewegungen. Was meinen Sie mit Sollbruchstelle? Meine Frage zielte davon dahin ab, wo sehen Sie die Schwachstellen, wo, also Sie haben das geschildert, so. Aber es gibt ja auch, also eher im konstitutionellen Bereich, jetzt weniger im gesellschaftspolitischen. Okay, es gibt zig davon. Nehmen wir nur eine, weil ich mit diesem Beispiel angefangen habe. Mit der Leerstelle in der politischen Repräsentation. Ich habe es in meiner einleitenden Bemerkung konzentriert auf das Zwei-Parteien-System, das Emporkommen einer dritten alternativen Partei exkludiert. Sie finden ein ähnliches Problem auf parlamentarischer Ebene. Wenn Sie sich in der letzten Mainstream-politikwissenschaftlichen Untersuchung zum Zustand des amerikanischen Kongresses anschauen, dann werden Sie auf einen bündigen Satz gebracht, Sollbruchstelle, das Bild, Andrew Hacker und andere, finden eines von Lobbyisten okkupierten, gehijackten Kongresses. Lobbygruppen, die es auf die eine oder andere Weise verstehen, Partikularinteressen zu Mehrheitsentscheidungen zu machen, mit volatilen Koalitionen zwischen Demokraten und Republikanern. Das wäre eine solche Sollbruchstelle, die auf der Ebene derjenigen, die diese Politik elementar betrifft, diese Wahrnehmungskrise auslöst. Diese Eliten machen ohnehin, was sie wollen, und sie machen vor allen Dingen Politik auf unsere Kosten. Da hat Trump angesetzt. Das war seine Denunziation von Institutionen, ohne das Problem beim Namen zu nennen, sondern das Kind mit dem Bade auszuschütten. So, jetzt haben wir noch eine Zeit für Dein Weißbrot. Dein Weißbrot. Ja, Dein Weißbrot. Jan-Holger Kirsch und als letztes. Ist ja wenig Zeit und es ist viel über den Tisch gegangen. Erster Punkt. Diese Rezension von Christopher Browning von Ulrichs Buch in New York Review of Books war verheerend schlecht. Es wird dem Buch von Ulrich nicht gerecht und zeigt das Problem auf, was entsteht, wenn man auf die Personen der Akteure Hitler und Trump zugeht, ohne die Bedingungen, die Stillage und so weiter ernst zu nehmen. Denn tatsächlich, wir hatten das hier, der Naumann und der Vogt waren ja hier während des Wahlkampfs völlig klar, was völlig vergleichbar ist und was jedermann offen sehen kann, und ob das nun infantil ist oder nicht, ist mir völlig wurscht, ist die Mobilisierung des Ressentiments. Das war der Wahlkampf. Und das ist das, was Hitler und Trump gemeinsam haben. Aber dann hört es schon auf. Und das Problem ist, wie die Bedingungen, die Michael Wild sehr gut geschildert hat, möglicherweise in anderer Form wiederkehren oder eben nicht. Und da ist der zentrale Punkt, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das nochmal so nachgeschoben hast, weil am Anfang war das nicht so. Der zentrale Punkt ist die Gewalt, die Gewaltpolitik, das entscheidet darüber. Und wir haben in Amerika natürlich Drohungen mit Gewalt. Also insofern, die Angstunternehmer-Idee ist gut, das betrifft natürlich auch Bannon sehr stark,
aber möglicherweise nicht Trump, der das instinktiv sozusagen treibt, getrieben hat bis zu Lock her up. Ja, also das war eine relativ starke Äußerung, aber die Militias sind nicht über die liberalen Homosexuellen hergefallen, wie das die SA gemacht hätte. Das ist der entscheidende Punkt, es könnte noch kommen, aber das ist der entscheidende Punkt. Insofern alles andere, ob Trump ein echtes Programm hat oder nicht. Auch Hitler hatte ein sehr diffuses Programm und hat seine Programme geändert, wie er es brauchte. Und bis der Rassismus sozusagen sich dann zum zentralen Element rausgemindelt hat, das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, die zentrale Frage, die sich stellt, wenn wir das alles weglassen, ist, wie sich eigentlich, es gibt im 19. Jahrhundert in England eine gute Idee, die Unterscheidung zwischen theatrical parts of the Constitution and pragmatic parts of the Constitution. Wie sich eigentlich die Theatralität oder die Bühne, auf der diese Despoten, sage ich mal, spielen, mit der Wirklichkeit der Verfassung verhält, das ist die entscheidende Frage. Ist die Volksgemeinschaft wirklich nur ein Theater, darüber haben wir ja oft gestritten, oder hat es einen bestimmten materiellen, praktischen Effekt? Ist die Frage, ob Donald Trump nichts zu sagen hat beim Economist oder auch bei seinen Reden sich widerspricht oder offen lügt oder all diese Sachen, das ist völlig unerheblich, solange es eine pragmatische Seite der Verfassung gibt, die operiert. Und deswegen wäre meine Empfehlung, sehr viel stärker zu gucken, wieso Leute glauben können, dass Betsy DeVos wirklich ein pragmatisches Programm für die Charter Schools hat, die für bestimmte Leute natürlich interessant ist. Genau wie in England, das hatten wir schon lange. Aber es ist eben für viele andere überhaupt nicht interessant. Wie ist die Steuersenkung? Was hat die Unzufriedenheit mit Obamacare? Das betrifft natürlich die kleinen Unternehmen, die ihre Versicherungen für die Leute zahlen müssen. Aber natürlich nicht die Millionen Leute, die überhaupt keine Versicherung haben. Das heißt, ich würde dafür plädieren. Stellt euch mal die Frage, was bedeutet eigentlich dieser Smokescreen von solchen Inszenierungen, die jetzt mit dem Vatikan und alles und so weiter, das hatte Hitler auch toll drauf, ja, also Garnisonskirche und so weiter. Unter der Hand sind aber die harten Facts. Die harten Facts waren, dass die Ausschlussgesetze seit dem Papenputsch von konservativen Verwaltungsbeamten in der Schublade gemacht wurden. Die Nazis brauchten das ja nur umzusetzen. Und genauso würde ich sagen, es ist viel entscheidender zu gucken, was die Hardcore Republicans, die Tea Party Bewegung, tatsächlich an materieller Politik macht. Und wenn sie das durchsetzen können in der Verfassung, dann ist Donald Trump am Ende vielleicht auch bereit, irgendwas zu sagen, was damit übereinstimmt. Aber es geht nicht umgekehrt. Wir schließen gleich Jan-Holger Kirsch an. Ich habe die Idee zu der Diskussionsrunde auch so verstanden, dass gewissermaßen die Konstellation des Vergleichs auch problematisiert wird. Also wie weit bringt eigentlich diese Vergleichsfolie 1933 oder frühe 30er Jahre und eben die heutige Situation in den USA Erkenntnisse oder bringt eben auch Unterschiede hervor. Das ist in der Diskussion ja auch schon deutlich geworden, dass es manche Punkte zu schärfen hilft. Andererseits ist es vielleicht auch eine zu vertraute Vergleichsanordnung. Also mich wundert es eigentlich gar nicht, dass diese Hitler-Biografie von Volker Ulrich in den USA jetzt so große Resonanz findet, weil es natürlich auch in gewisser Weise Orientierungssicherheit mit sich bringt. Die frühen 30er Jahre sind extrem gut erforscht, da ist man irgendwie auf der sicheren Seite, kann sich auch davon abgrenzen, dass es in den USA dann vielleicht doch nicht so schlimm ist. Also da würde mich mal interessieren, inwieweit vielleicht andere Vergleichskonstellationen dem auch zumindest zur Seite gestellt werden müssen. Also zunächst mal vielleicht auch der inneramerikanische Vergleich. Man könnte ja auch schauen, wie war es meinetwegen beim Amtsantritt von Reagan in den 80er Jahren, weil man dort ja auch als Sonde gewissermaßen hätte, wie hat sich die amerikanische Gesellschaft innerhalb der letzten 35 Jahre so etwa verändert, was hat sich eigentlich seit dieser Zeit verschoben, oder aber auch eben die internationale Konstellation, wenn man jetzt gar nicht auf historische Vergleiche schaut, sondern
mehr im europäischen Vergleich, wie das ja auch schon angesprochen wurde, wie gehen wir mit extrem gespaltenen Gesellschaften um? Das war ja ein internationales Phänomen aller Wahlen in der letzten Zeit, auch der türkischen Situation, meinetwegen Frankreich und so weiter, dass da offenbar eine tiefgreifende gesellschaftliche Spaltung mit ganz unterschiedlichen nationalen Konstellationen jeweils stattfindet, die dann die Frage aufwirft, wie werden eigentlich Mechanismen demokratischer Partizipation und Repräsentation vielleicht in ein neues Verhältnis gebracht oder wie geht man mit diesen Problemen um? Also man hätte sich vor ein paar Jahren ja auch noch gar nicht vorstellen können, dass jetzt meinetwegen das Losverfahren für die Demokratie wieder neu diskutiert wird. Also da erwarten uns ja ganz, ganz neue Fragen, die wir als Historiker vielleicht auch nicht so ohne weiteres beantworten können. So, wir nehmen jetzt mit der Bitte um Kürze noch die allerletzte Frage. Ja, es ist kurz, weil ich keine Historikerin bin und hier lerne und nicht so viel Erfahrung habe. Ich wollte den Aspekt der Medien noch mit einbringen, der mir gleich eingefallen ist bei Hitler und bei Trump. Also ich denke, Hitler hat sich ja auch sehr stark auf das Mediale konzipiert. Es geht um Training als Schauspieler, es geht um die Fotografien, er hat sich ja sehr gerne fotografieren lassen. Er hat sich inszeniert, hier fiel ja auch immer das Wort Bühne und Inszenierung und Trump ist ja noch extrem darin. Also ich glaube, wenn Trump nicht in den Fernsehshows aufgetreten wäre, wäre das jetzt nicht passiert, obwohl das ja nicht das war ja nicht ihr Thema, aber das sehe ich so. Oftmals, jeden Tag gucke ich, was der Trump wieder sagt, das kommt mir vor wie ein täglicher Comicstrip. Ich gucke keine Soap, aber es ist für mich wie ein tägliches Soap, obwohl das ja banal ist. Und dann wollte ich noch einwerfen, bei den Inhalten, wenn man wählt, ist ja auch sehr kompliziert zu wählen. Ich kenne jetzt das Wahlprogramm von Trump nicht oder so, aber ich weiß nicht, ob das die Wähler kennen, aber Fakt ist, das weiß ich einfach, dass beispielsweise bei der Werbung, auch eine negative Werbung ist eine Werbung, später wissen die Konsumenten gar nicht mehr, BMW, war das jetzt gut oder schlecht oder Waschmittel, aber die Name bleibt hemmen, die Marke. Und das ist ja auch eine Sache, die zählt. Das merkt man ja auch, oft man wählt, wissen die Leute so genau, wen sie da eigentlich oder was sie wählen. Das ist ein Problem bei den Massenmedien heute auch. Ja. Okay, vielen Dank. Vielleicht in der Ich fange nochmal an. Ja, finde ich nochmal eine wichtige Ergänzung. Die Nationalsozialisten und NSDAP waren eine moderne Partei, insofern als sie wirklich die technischen und medialen Möglichkeiten genutzt haben, auch im Vorteil gegenüber vielen anderen Parteien in der Weimarer Republik. Also die Visualität zum Beispiel, Bilder zu erzeugen, Töne, eine bestimmte Rhetorik, da wollte ich noch unterstreichen, was Bernd Weißbrot gesagt hat, also eine Rhetorik des Ressentiments. Überlegen Sie mal auch, wenn Sie mal so Hitlerreden hören, der spielt mit allen Registern, das ist Hass, genauso wie er dieses Dog-Whistle-Blowing bringt. Also er sagt etwas über die Juden und erwartet, dass, was müssen wir mit den Juden machen? Und dann war es ja, dass schon aus dem Publikum aufhängen. Das muss er nicht sagen. Das wird dann aber gesagt. Und sozusagen, er kann sich dann wieder zurücknehmen und sagen, und lacht oder lacht irgendwo, macht Witze, Häme über jemanden, also über jemanden herzuziehen. Also der zieht, also in dieser Art von Rhetorik und Inszenierung ist ja wirklich ein Könner, gar keine Frage. Diesen Punkt finde ich nochmal sehr interessant, Jan-Holger, mit dem Orientierungssicherheit. Ja, ich glaube schon, wir sind mit den 30er Jahren und wie in unserer Geschichte mit Hitler vertraut und davor ist es auch immer, wenn es um solche Situationen geht, uns, glaube ich, sehr geläufig auch das als Folie aufzunehmen. Nicht zuletzt deshalb, weil, glaube ich, auch mit dem Aufrufen des Volks und der Populisten wir glauben, dort ist doch etwas, gibt es doch eine Korrespondenz. Und ich würde das nochmal unterstreichen wollen. Wir sind in einer ähnlichen Situation, oder nicht in einer ähnlichen Situation, wir sind in einer Situation, in der wir nicht mit Routinen und bisherigen politischen Einsichten wir diesem Phänomen populistischer Parteien, Bewegungen, einfach analytisch beikommen können. Also wie immer hoffen wir darauf, die werden wieder heruntergehen, wenn das Thema Flüchtlinge nicht mehr da ist, dann sind die wieder bei 5 oder unter die 5%-Klausel und die werden sich schon, wenn die erstmal in die Regierung kommen, dann werden die schon sehen, wie hart das Roggenbrot der politischen Regierung ist. Also es gibt immer wieder diese Hoffnung, wir merken aber, das ist nicht, offensichtlich nicht adäquat. Und was ich glaube, nochmal so als Schlusssatz wichtig finde, ich glaube, wir sollten
gerade auch, und das dazu verführt natürlich der Vergleich mit Hitler, dass wir in dem Wissen um die 30er Jahre glauben, wir hätten Antworten parat auf heute. Und wir sollten nicht in diese analytische Selbstgerechtigkeit fallen. Also wenn Menschen hier, Bürgerinnen und Bürger, auch in diesem Land, sagen, sie werden nicht mehr gehört, diese politische Elite vertritt sie nicht mehr, Demokratie heißt doch das Volk, wer vertritt uns, das Volk, dann können wir, glaube ich, nicht einfach nur antworten, dann wählt doch, repräsentative Demokratie heißt, jeder hat hier eine Stimme, sondern da ist etwas im Argen. Und da ist etwas, wo Menschen das Gefühl haben, sie haben keine Stimme mehr. Und insofern gilt es, glaube ich, auch zu experimentieren, auch wieder darüber nachzudenken, wie ist Demokratie als Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern möglich. Und da können wir nicht nur die alten Antworten geben, also nicht nur, von daher will ich das mit dem Losverfahren, natürlich nicht in dem Sinne, dass man jetzt die Wahlen durch Lose erfährt, aber nur als letztes Beispiel, ich habe vor kurzem ein Interview mit Klaus Töpfer gehört, der ja jetzt als Vorsitzender der Kommission für die Endlagerung des Atommülls eingesetzt ist. Das sind, glaube ich, 13 oder 15 Angehörige dieser Kommission und 6 davon sind per Zufallsgenerator aus der Bevölkerung der Bundesrepublik ausgewählt worden. Und er sagt, das ist eine sehr gute Kommission. Diese 6, die dazu gekommen sind, wie die Jungfrau zum Kinde, also stellen wir uns vor, wir kriegen morgen eine E-Mail und sagen, also die sind jetzt bestimmt der Kommission zur Endlagerung des Atommülls beizutreten und sagen, ich habe gar keine Ahnung davon. Darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja nicht um Expertenmeinung dabei, sondern es geht um Partizipation von uns als Entscheidungsträgern in der Demokratie. Und das finde ich mal eine mutige, sicher nicht verallgemeinbare, aber finde ich erstmal eine mutige Möglichkeit, um diesem Gefühl oder dieser Wahrnehmung, ich habe gar keine Stimme mehr, oder die Parteien vertreten mich nicht mehr, dem entgegenzuwirken. Ich glaube, die Frage von Jan-Holger Kirsch führt wirklich nochmal zurück zum Kern des Problems. Die Frage war ganz einfach, was hat sich denn seit Ronald Reagan, also dem republikanischen Präsidenten, der tatsächlich mit einem Landslide wiedergewählt worden ist, geändert. Unabhängig von den 3 Faktoren, die ich anfänglich genannt habe, hat sich zweierlei geändert. Und das definiert die heutige Situation, die man eben nicht mehr, Michael hat es eben so bezeichnet, mit einem Business as usual beantworten kann. Wir haben eine nie gekannte Polarisierung der politischen Parteien, Kräfte und Fraktionen. Und wir haben eine Vergiftung des politischen Kurses durch eine Rhetorik von Hass, durch eine überbordende Inszenierung von Emotionen und Sentiments. Das ist Gift für einen politischen Diskurs unter der Voraussetzung, die wir versucht haben zu schildern, Selbstwahrnehmung und reale Krisenprozesse, die das einerseits generieren, aber die, indem sie das generieren, genau die Lösungsmöglichkeiten verstellen. Das unterscheidet die jetzige Situation fundamental von republikanisch-konservativen Mehrheiten in den 80er Jahren nochmal. Die Polarisierung statt Bipartisanship, die Delegitimierung von Kompromiss, die Delegitimierung des parlamentarischen Verfahrens und an deren Stelle die Setzung des Volks, vermeintlichen Volkswillens, einer emotionalisierten Kategorie, grundierten Kategorie. Wenn wir das so sehen, dann definieren wir einen Moment von Verletzlichkeit, von Demokratie, das kann ich nur an der Stelle nochmal wiederholen. Und aus der Beobachtung ging die Idee für den heutigen Abend hervor, sich mal genauer anzuschauen, wie unter gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen, unter Voraussetzungen, die man strukturell nicht einsetzen kann, sich Dynamiken entwickeln oder entwickeln können, die das destruieren, was man als demokratische Normalität gewohnt ist. Das ist übrigens auch das irritierende Moment bei jemandem wie Christopher Browning,
ob diese Rezension jetzt im Einzelnen dem Buch gerecht geworden ist, mag sein. Aber Browning, Timothy Snyder, der Name ist noch gar nicht gefallen heute Abend, bekannter NS-Historiker in den USA, der ein Pamphlet geschrieben hat, doch, es ist als Pamphlet gedacht, als politische Intervention pamphletistischen Charakters. On Tyranny heißt das Buch, wo er aus dem Erfahrungsschatz der Weimarer Republik, späten Weimarer Republik kommend, Normen aufsetzt für den Umgang mit Trump und der Möglichkeit eines Abgleitens der USA in eine Autokratie. Das spiegelt ja diese Orientierungslosigkeit oder Unsicherheit, die allenthalben um sich gegriffen hat und die keine Erfindung von liberalen Akademikern ist. Hier spielt die Wahrnehmung einer tektonischen Verschiebung in der Politik eine wesentliche Rolle. Und darüber sich Rechenschaft abzulegen, ist meines Erachtens nicht nur ein Gebot politischer Redlichkeit, sondern erfordert auch den analytischen Zugriff auf das Objekt unserer permanenten Studien als Gesellschaftswissenschaftler und Historiker. Und in dem Fall markiert Trump einen Krisenpunkt, wie wir ihn so meines Erachtens in den USA des 20. Jahrhunderts noch nicht hatten. Es steht einiges auf dem Spiel. Selbstverständliches ist prekär geworden. Und wenn es einen historischen Ort für Autokraten gibt, dann ist es just der Ort einer gesellschaftlichen Polarisierung, Sprachlosigkeit bis hin zur Lähmung. Und das im Übrigen, diese Politik der Lähmung, hat die Republikanische Partei ja auch exzellent vorgeführt, wie weit das gehen kann, dass man in Budgetfragen bereit ist, unter Absehung jeder Vorstellung von Common Good den Kongress in seinen Budgetberatungen lahmzulegen. Das hat es vorher auch schon gegeben, aber es ist nicht zur politischen Routine geworden wie in dieser Zeit. Soll ich sagen, wir wollten einen Krisenpunkt markieren und zum Andenken nachregen. Dass dieses Nachdenken Wellen schlägt, das war in die Überlegung eingepreist. Von daher. Das nenne ich doch mal ein Schlusswort. Eingepreist.